Auf Sendung? Wir sind da. Jeder hier am Tisch ist ein Untergrund-King. Cashmo, Belasch und der Homie Twin. Oh. Yes, Babies, willkommen im Oddcast. Oddcast. Direkt yes. Ein Rosenschmetter. Ja, hallo. Ich habe gerade mein Kacken geschrieben. Wie putzt die Bon? Wunderbar. Noch ein Applaus dafür. Ja. Yes, Baby, ich habe meinen Homie Cashmo am Start. Mein Homie Twin. Mein Bruder Belasch. Obwohl, ihr seid alle Brüder. Yes, Baby. Ja, willkommen auf dem Tisch. Alles Brüder, ich sag. Meine Tante war eine Schlampe, also habe ich viele Onkels. Ja, ja. Twin, Bruder, kann ich dich nur darum bitten, ganz kurz, dass du dich gerade hinsetzt, weil sonst bist du vielleicht auf der Kamera nicht drauf. Das wäre eine Schande. Twin macht sie immer gerade. Ich wundere mich gerade um die Aussage. Komische Aussage. Twin macht sie immer gerade. Alles gut eingestellt. Also, da bist du 100% safe jetzt. Mann. Willkommen in Berlin auf jeden Fall. Vielen Dank. Hier ist mal gerne. Yes, Baby. War eine anstrengende Autofahrt, haben wir ja gerade eben schon gequatscht ein bisschen. Ja. Alles vor meiner Zeit. Sagen wir mal so, die Jungs aus Aachen haben immer den weitesten Weg, den höchsten Weg immer. Wir müssen immer vom Ende von Deutschland, egal wo, ich hab's immer am weitesten. Aachen, Frankfurt. Genau. Yes, Baby. Ja, ich schlaf gerne lang. Und geht dann auch gerne mit dem Hund nochmal spazieren, obwohl man dann normalerweise los müsste. Ne? Twin, Bruder, du müsstest ein bisschen näher rankommen, genau, ich würde dich verstehen nicht. Auf jeden Fall. So. Bei mir sagt er immer, setz dich weg, das darf keiner hören. Du wirst lachen, Cashmo, du hast es richtig beobachtet vor 3 Jahren, als ich den Weg eingeschlagen habe, der Hardcore-Moderator zu werden. Das war es ja von meinem Anfang, beim Beginn bei TV Straßensound, hatten wir es im Baumhaus gemacht. Da haben wir, glaube ich, stundenlang über Vis-a-vis lustige Witze gemacht. Wir hatten auch Freestyle. Visa, 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 Visa. Oh, Cashmo hol Parisa. Ja, war sehr Props an Vis-a-vis. Und dann, es war immer sehr unvorbereitet. Ich muss auch sagen, das war für mich mega interessant. Ich habe Leute wie dich kennengelernt. Werde nicht vergessen, ich bin mit Davut auf dem Weg nach Kreuzberg. Pumpt zum ersten Mal Cashmo. Gleich Holmes Wissen. Seitdem, du weißt, Kameradenweg pumpt dich immer. Ja. Nur Liebe. Und da haben wir uns kennengelernt. Viele Sachen habe ich nicht vergessen. Der linke oder der rechte Flügel, was ist wichtiger? Und bei Beats und Lyrics und so war ein sehr geiles Interview, aber ich bereite mich mittlerweile auch vor. Ja, perfekt. Yes, ne? Ist nie zu spät, Baby. Da meinst du aber auch, ne? Ja, da habe ich dich kennengelernt. Twin hatte ich zuerst über Geschichten kennengelernt. Jones, ne? Ja, von Jones und so. Dann waren die Frankfurter auch mit Chris und so, waren alle bei mir und Blaze, wie sie alle hießen. Und dann auch irgendwann kamst du ins Spiel. Und da hatten wir, glaube ich, schon 2008 beim Berlin Crime Album eine geile Kollabo. Voll. Ja. Ja, jetzt seid ihr hier. Die gute alte Zeke, wa? Denn er bleibt Brody. Ein Leben wie ein Movie. Der Killer mit der Uzi. Boogie raucht Fidubi. Das ist eine neue Version, die bringen wir bald raus. Ja, ey. Ja, Jones hat auch nur Gutes von dir erzählt. Ey, und Jones verzaubert jedes Mal meine Ohren. Er hat bei dir geschlafen, ne? Als er damals wir waren alle da, geschlafen hat keiner. Langwitz. Danke. Ja, ich habe was sehr Interessantes kennengelernt. Ich gehe jetzt auch nicht, ich snitch hier nicht, bin nicht wie andere in ihren Formaten, die das benutzen, um Leute zu verraten. Ich rede immer die schockierenden Geschichten von mir. Ich war aber über eine Frankfurter Sache sehr geschockt. Wir waren da, ich habe mich sehr gefreut. War ein großer, schöner Abend für mich. Wir hatten alles da, es war sehr schöne Atmosphäre. Da hatten welche von euch, ich nenne die Namen nicht, einen Disput und dann war eine Backpfeife unten vor meiner Tür. Und das war bei uns so, also B und ich haben schon manchmal Kreuze in den Augen gehabt voneinander, aber das kommt nie zu Gewalt bei uns. Und Kreis ist dann so, ab dann ist vorbei. Und ich guckte so entrüstet, dachte, nein, jetzt der ganze Abend hin. Ach, lass die mal und so. Na dann, 5 Minuten später haben sie wieder gechillt. Wer hat wem eine Backpfeife gegeben? Ich glaube, Pino und Jonesmann, Pino und Chris. Irgendwas war da los. Ich war mega, mega geschockt. Aber so Kumpelmäßig halt. Und ich dachte, jetzt ist der Abend vorbei. Dann war das Jones und Pino. Ich glaube, ja, irgendwas. Ich will da auch nichts Falsches sagen. Die hatten nur gesagt, in Frankfurt ist das was anderes als bei uns. Haben die mir so erklärt. Habe ich nicht vergessen. Ja. In Frankfurt schält man auch mal gerne den Kumpel, oder was? Ja. Wie läuft das? Ja, ich kenne das nicht so. Auch immer, wenn ich nach Frankfurt komme, da hauen wir uns auch immer kurz mal die Zähne und dann gehen wir ins Studio. Sag das Onkel B nicht, der bringt dich hier ein. Nee, ich kenne das nicht. Aber ich weiß, von was die reden. Das war deren Ding. Ja, deren Ding. Das ist ja oft so, dass man es verallgemeinert dann immer auf die ganze Stadt. Dabei trifft man nur ein bestimmtes Klientel, ja. Aber war ein sehr cooler Abend. Blaze habe ich da nichts mehr von gehört. War sehr stabile Parts damals. Ja, mit dem habe ich noch sehr guten Kontakt. Ja. Blaze geht super. Jones ist für mich eigentlich mit die Nummer 1, was Hooks angeht. Und der Bruder
Chris macht auch sehr, sehr schöne Musik. Er ist gerade, ein bisschen, hat Probleme. Wir haben auch Kontakt gehabt, genau. Da war das letzte Mal der Stand mit Hannibal und Real J. Real J, den ich auch feiere, mit Blocke-Sindel, ja. Frankfurt hat eine fette History auf jeden Fall. Haben wir schon tausendmal hier angesprochen. Ja. Wir haben ja auch, was das angeht, keine Egos. Weil Moses hat sich gewundert, warum ich sage, dass Street-Rap in Frankfurt angefangen hat. Ja. Mein Bruder ist halt die Wahrheit. Was soll ich denn jetzt sehr, da sagen? Sehr, sehr geerdet. Der Mann ist sehr, sehr am Boden. Wer, Moses? Ja. Ja, auf jeden Fall. Er versteht das nicht so, wenn man dem die Props gibt. So, echt? Ja, voll, Alter. Für mich ist das der überhaupt. Echt? Okay. Der erste Rapper, den ich gefeiert habe auf Deutsch, mein Bruder Russ hat mir mal gehört, und das Interview mit mir und Moses damals vor 3 Jahren, das war für mich wahnsinnig. Hab eben analysiert, muss mal unser Interview gucken, das ist eines der friedlichsten und der bescheidensten, und eigentlich sind wir ja doch mehr härtere Jungs, aber mit Moses war ganz schwer, er nimmt es gar nicht an. So, und der lässt doch gar nicht zu. Aber was er auch reflektiert, so die Aura, ist ein ganz interessanter Mensch. Ja. Aber ich habe es ja gesehen bei eurem Interview, da hat er gesagt, er kann überhaupt nicht verstehen, wie man das live aus Rödelheim, wie man das noch feiern kann. So. Also er kriegt das nicht rein. Das ist gerade das Ding, was ich am meisten feiere. So. Verstehe, ja. Aber eine Sache ganz kurz, ich muss dich nochmal darum bitten, noch ein bisschen näher ranzukommen, Bruder, weil dich hört man wirklich dann sehr, sehr schlecht. Ich rede zu leise, ne? Ja, ein bisschen näher das Mikrofon ist auf jeden Fall ganz gut, weil sonst übertönen wir dich. Ich bin mehr angeben, oder? Lauter, du musst ein Rapper werden. Nicht so bescheiden, Bruder. Das geht nicht so bescheiden, hast du schöne Stimme. Du musst laut sein. Sonst wärst du kein Rapper geworden. Sag du mal Frankfurt zu und so, das wollen wir jetzt hören. Wenn der in der Booth ist, muss man ihn auf jeden Fall mal gut runterpegeln, auf jeden Fall. Ne? In der Booth läuft halt immer ein bisschen anders, ne? Ja, da dreht sich das um, ja? Ja. Da entspanne ich ja auch nicht. Also ich muss stehen, glaube ich. Das ist ein Kompliment dann. Wenn du hier entspannt bist am Ehrentisch, haben wir alles richtig gemacht. Ne? Zum Thema zurück, Twin. Ich feiere auch noch Rödelheim Hartrein-Projekt. Bekennender Liebhaber. Super. Ja, aber was ich meinte zu ihm, war halt, dass wir der Meinung sind, dass Street-Rap in Frankfurt angefangen hat. Ist so. Und er hat sich gewundert, dass ein Berliner das so offen ausspricht, sagt er. Ja. Dann kam es erst so richtig in mein Bewusstsein, dass es nicht so oft passiert ist, glaube ich, dass die Berliner sowas gesagt haben. So. Ist auch nicht so eine Diskussion, die man jetzt alle 2 Sekunden hat. Wo kam jetzt der Erste her oder so? Dasselbe habe ich mir auch gedacht. Als du es gesagt hast, denke ich mir so, Alter, wie krass. Ich habe noch nie mir darüber Gedanken gemacht, welche Stadt das überhaupt behauptet oder wer Wert darauf legt und wer nicht. Ja. Ich meine, mittlerweile gibt es Leute, die wollen Props dafür haben, als Erster irgendein Wort sogar gesagt zu haben. So, das wird jetzt immer witziger. Ja, es gibt doch eh nur einen Erfinder. Rudi Völler. Es gibt nur einen Flair. Flair hat Rudi Völler nochmal überholt. Alter, Digga. Es gibt nur einen Patrick. Alter. Ei. Wer hat's erfunden, ne? Der richtige Schweizer ist eigentlich Flair. Das war jetzt nicht mal zum Front und das war einfach so. Digga, das ist der Running Gag. Ich glaube, du Star weißt es vielleicht gar nicht, aber im Internet, alles hat Flair erfunden. Ja, die Videos, ich weiß es. Ja, aber auch damals von Echo diesen Diss, wo der das am Ende gesagt hat. Kennst du das nicht? Nee. Ne? Von Echo? Ja. Na, ich kenne das, wo er halt das eine Star Wars war meine Idee. Ja, genau. Rocky 1 bis 5 war meine Idee. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir wieder ein. Der Reißverschluss war meine Idee. Ja, okay. Schon ewig her. Das Beste. Das ist für mich wie gestern. Aha, ich glaube, wir haben ähnlichen Humor, Twin. Ja. Ich habe dein Herrchen-Posting gesehen. Ja? Den habe ich nicht verstanden. Sag mal nochmal. Naja, er hat irgendwie was mit Bushido und dann stand Herrchen gewechselt. Ah, okay. Das muss man ja auch erklären. Ja. Das weiß es ja keiner. Ich wollte keine Fitner hier im Raum bringen. Ja, ich bin Arnold Fitner. Aber du hast das geschafft, weißt du schon. Jetzt hast du... Arnold Fitner. Ne? Jetzt, Digga. Okay, warte, einmal Applaus für den hier. Wir erzählen aber nicht, wo der herkommt. Nee. Jetzt aber hast du den Boogeyman-Namen genannt, ne? Mit dem B. Ja. Ich habe Bushwick B gesagt, du hast Bushido verstanden. Klar, nächstes Thema. Eigentlich, wenn der Boogie redet, kann man das Klatschen immer anlassen. Ja, dann mal was Gutes warum, ne? Digga, dann kommt irgendwann der hier. Warten wir mal drauf, was passiert heute, ne? Ja. Ich bin noch gar nicht warm. Weißt du, was mir gerade auffällt, B? Du bist hier in Außenseite am Raum. Was fällt dir denn auf? Was dich unterscheidet von den 3 Brüdern hier? Na, sag du mal, aber ich weiß schon. Er hat eine geile Doku, die richtig geil ist. Habe ich geguckt, nachdem ich ihn kennengelernt habe. Genauso Doku. Ich habe eine geile Doku, die du gemacht hast. Du brauchst auch eine geile Doku. Aber ich spiele gerne so Doku. Ja, also, vielleicht reicht es ja.
Ja, aber an und für sich dachte ich jetzt, du sagst, dass ich der einzige Arier am Tisch bin. Ach so. Ja, jetzt bin ich aber leicht enttäuscht. Ne? Ja, wir sind ja die Iraner. Ne? Wir haben sehr, sehr großes, stolzes Gefühl zu der ehemaligen Zeit. Ach so, ihr seid beide Deutschen, da haut ja mein Konzept hier nicht in. Ein Nazi bei Freunden, da müssen wir die Sendung umnennen. Ja, dann bin ich das jetzt. Halt in der Regel nach... Oh. Twitter war es kaputt gemacht. Macht alles kaputt. Ja, wir sind halt nach Kreuzberg gekommen mit Immigrationshintergrund. Ne, ja, voll. Habe ich gerade gemerkt. Eigentlich schon. Ja. Eigentlich schon. Ja. Ja. Ist auf jeden Fall, auf jeden Fall eine heiße Kiste, seine Karre hier vorne zu parken. Ne? Spiel mit dem Feuer. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich gehe auf die Arbeit. Ja. Nee, wir haben auch die Erkenntnis dann gehabt, dass wir haben immer gedacht, nur im Frankfurter Bahnhofsviertel sieht so aus, von den Menschen her, aber wir wurden heute auf jeden Fall eines Besseren belehrt. Oder? Fehlen nur noch diese Zombies noch hier und dann ist es genau so. Ja, die sind um die Ecke. Aber wart ihr noch nie hier? Ist das neu jetzt? Nee, das ist hier, war ich noch nie. Ich bin noch nie vorbeigefahren. Okay. Das war eine neue Erfahrung. War ein bisschen wie auf dem Ballermann, so Mallorca irgendwie. Du wirst lachen, du warst hier in der Nähe, aber das sind ganz verschiedene Ecke, aber es sind nur 100 Meter entfernt. Wir waren im Baumhaus, das ist schon hier vorne, wo wir damals das Interview gemacht haben. Ja. Sag mal, Bro, wir waren noch nicht zu zweit, wir waren noch zu dritt, ne? Ja, das ist ja was Geiles passiert. Da war das ein Produzent von dir, kann sein? Nee, das war einfach nur ein Kumpel von mir. Ach so. Der mitgekommen ist, das ist eigentlich schon eine geile Story mit dir gewesen. Ich weiß gar nicht, ob du sie auf dem Schirm hast. Ja. Die habe ich das, glaube ich, mal gezeigt. Da ist der hat der Bogi hat das erstmal einen Joint weggeraucht. Und der Kollege saß ja hier neben mir, er saß da und da unten auf dem Boden stand eine Flasche Wasser. Also wer das Interview noch nicht gesehen hat, der muss die Stelle mal reinziehen. Und dann macht der Bogi zu meinem Kollegen, macht er irgendwie so. Der wartet erstmal, dass der Kollege ihn anguckt, weil er hat Pappmaul des Grauens. Und dann auf einmal sieht der guckt ihn an, auf einmal macht Bogi so. So, ne? Und auf einmal, mein Kollege guckt so, der will auch gerade erst so nehmen. Auf einmal denkt er, vielleicht hat der mir das ja nur angeboten. Dreht sich auf einmal zu Bogi mal so. Und guckt wieder nach vorne. Und auf einmal, du siehst so, wie der guckt, der ist am Verzweifeln. Der kann sich gar nicht mehr konzentrieren. Ja. Der hat gar keine Spucke mehr im Mund. Und hat halt kein Wasser bekommen. Ja. Ne? Lass mir das geschickt. Und mit den Kissen. Der Hunger soll auch frieren, wa? Und mit den Kissen, weil du dann noch Kissen brauchtest, ne? Weil die Knochen dann nicht mehr mitgemacht haben, ne? Ich glaube, du hast auch da dreimal oder so das Interview ein bisschen gecrashed, aber auf humorvoll. Ne? Seit du mich da gesehen hast, spendest du mir noch immer 100 Euro jeden Monat. Ja, das muss für Kissen vor allen Dingen. Da wird jeden Monat eine Ladung Kissen. Aber wie lustig war das denn? War Casual, wir haben ein ganz gefährliches Halbwissen preisgegeben, lustig rumgeflackt. Aber auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ja, ne? Schön. Ja, wir hoffen, dass es heute genauso wird. Ne? Ja, Bro, und du weißt es, du hast mich damals auch drauf bekommen. Also seitdem wird Cashmo gepumpt. Real Talk, ehrlich. Ja, ich habe auch sehr oft in Interviews schon mal gehört, Home Swiss und Cashmo, mein Name. Ey, voll geil. Mega gefeiert. Ich glaube, pumpen gibt es auch ganz oft an, so wenn Deutschrap und so, weil kann ich immer Belaschin schreiben. Ja, und ja auf nee, jeden sehr Fall. Schöne Musik. Sehr, sehr geil. Wir haben auch schon gesagt, wenn der Cashmo, der Twin und der Boogie mal zusammenkommen, dann ist er eigentlich dann so... Ja. Selbstläufer. Ne, das ist die Endkombination. Ja, ne? Endkombo. Ne? Besser das geht ist der Endgegner. Das der echte Endgegner. Das Endgegner-Interview. Echter Endgegner, echter Startwind Nummer 1. Ja, so sieht's aus. Ja. Oder Erfinder halt, ne? Ja. Ja, ist auch lustig, weil du hast auch ein richtiges, ist sehr West Coast-lastig auch und so. Und Onkel B ja auch. Ja, da verstehen wir uns auch. Ja. Ja, da wirst du direkt sympathisch. Ne? Ja, wenn du mit der West Coast anfängst erstmal, dann bist du sympathisch. Na, lacht hier diese Mob Deeps und so. Ne, ich habe ja alles gehört, aber wir sind letztendlich wirklich sehr, sehr West Coast orientiert hier aufgewachsen, auch in Kreuzberg. Also wo All Eyes on Me auf die Straße geballert hat 1996, da gab es hier kein Auto, was anderes gepumpt hat. Kein Spaß. Also es war richtig doll. Ich kann es ja auch nicht verstehen, gell? Was denn? Ja, dieses ganze East Coast-Dings, da hast du dann... Naja, gibt geile, überall gibt's geile, wie mit den Weibern. Es gibt geiles, aber wenn ich mir dann dieses ganze, ich will es gar nicht aussprechen, es gibt nur wieder Hate. Digga, du bist ja richtig Anti, Alter, was das angeht. Mob Deep damals. Wu-Tang ist Killer. Ja, die Kurs, war Killer Alter, damals. Killer Bean oder was? Ja, natürlich. Das ist natürlich. Kalter, Bruder. Ja, du kannst es doch nicht vergleichen, wenn dann da ein Tupac um die Ecke kommt, Alter. Mit Hit 'em up und dann kommen da Killer. Ja, aber du dann kannst, machen die auf Ninja Turtles. Du kannst aber auch die Titanic nicht mit New Jack City vergleichen, zum Beispiel. Ja, aber das ist trotzdem das Ghetto und Ghetto. Die Titanic hat nichts mit Ghetto zu tun. Also ist ein Vergleich, aber die so. Ja, den musst du bringen. Also Twin, ich liebe die East Coast durch. Twin hat getroffen. Der hat getroffen einmal. Twin, normalerweise würde ich dich rauswerfen, aber du bist stärker, glaube ich, deswegen mache ich nicht. Gut, ich drücke mich halt auch oft falsch aus. Ne? Ist ja nur Musik. Es ist nicht so, dass ich das scheiße finde. Die haben schon geile Sachen. Alter, die Beste zum Beispiel, Feier ich des Todes. Album auch damals gekauft. Wu-Tang. Ich weiß es nicht, wie es...
Wu-Tang. Ja, deswegen sage ich ja, ich drücke mich nur falsch aus. Im Verhältnis zu Tupac und den finde ich das kacke. Nicht komplett scheiße. Aber ich glaube, wenn Wobei Wu-Tang ist schon hart an der Grenze bei mir mit Scheiße. Was wird Biggie? Biggie finde ich gut. Aber, Nicht dann so aber auch eher das, dann aber auch eher dieses weniger Street, sondern eher das R&B und ein bisschen. Was, das magst du mehr? Das R&B-mäßige, wirklich. Das ist ungewöhnlich. Ja, doch. Bei Biggie fand ich immer so, da ist halt natürlich auch mega Hype halt dahinter, aber ich fand halt, das war halt nicht wie so ein Lies on Me-Album, wo so viele krasse Bretter halt drauf waren für mich. Ich finde so, bei Biggie viele vereinzelte Songs halt stark, aber jetzt nicht alles so in der Masse. So, das finde ich ist dann halt schon ein bisschen was anderes gewesen. Es gibt viele Leute, die werden dir widersprechen. Ich bin auch eher auf der All Eyes on Me-Seite. Ja. Aber ich muss sagen, Life After Death hat da auf jeden Fall viele gute Momente. Das so. Das stimmt auf jeden Fall. Aber mit dem ersten Album kann ich nicht viel anfangen, ehrlich gesagt. Aber da gefällt mir fast nichts auf dem ersten. Born to Die. Auf Born to Die kann ich mir zwei Songs. Machine Gun Rap, Baby. Ja. Me and my Bitch, aber Baby. After Death, da war er doch schon tot, ne? Nee, das kam kurz davor, glaube ich. So. Ja, ja, das war sein letztes Album, diese Doppel-CD. Da war dieses Doppel-CD. Ich war mir nicht mehr sicher, ob das Born und alle drauf waren. Ne? Ja, war genau. Da ist Nasty Boy drauf, da ist Dings drauf. Sky's the Limit. Hypnotize und die ganzen Hits halt so. Ja. More Money, More Problems, alles ist da drauf. Ja, Baby, Miss You. Alter, eins der schönsten Lieder ist das mit Bone. Ja. Ist Bone in Biggie, Biggie. So krass. Aber bei Bone muss man auch sagen, das habe ich letztes Mal mit meinem Kollegen erklärt, die haben ja auch einmal ein Feature gemacht mit Tupac. Und dann, das ist, glaube ich, also für alle Leute, die diese Mucke pumpen, das ist auch für mich der einzige Moment in der Tupac-Geschichte, wo ein Tupac einfach mal nicht an die Feature-Gäste rankommt. Dass diese mit den Knarren, wo immer geschossen wird. Ich kenne das, ja. Sehr untypischer Bone-Beat. Weil die rasten so aus und dann kommt der rein und der Song schläft auf einmal ein. So, das hat man ja bei keinem Tupac-Part, wenn der irgendwie mal reinkommt. Das ist der einzige Part, wo ich sagen muss, so, da hat der auf jeden Fall ein bisschen die Arschkarte gezogen von der Geschwindigkeit her. Aber war nicht ganz sein Style, ne? So. Ja, voll. Er hat einen Song auf All I Saw Me, der ging in die Richtung. Ne, von der Geschwindigkeit. Einen einzigen, den ich weiß. So langsam gibt's ja. Bring the Pain. I came to bring the pain, hardcore to the brain. Dieser Hook eigentlich von Method Man, aber der hat da so einen langsamen Song auf All Eyes on Me drauf. Aber eigentlich, der ist schon mal chill, aber das Bone-Ding, so, da muss ich echt sagen, wenn der Tupac-Part kommt, dann denkt man sich so, könnte man sich auch jetzt eigentlich sparen. Ne? Ja. Hat der, jetzt habe ich den Song im Kopf. Das ist auch geil. Ich kann sehr allen empfehlen, den Zuschauern und den Jungs hier am Tisch, B braucht das nicht, aber wenn ihr es nicht wisst, die Outlaws machen echt noch mega starke Musik auch. Young Noble, Hüseyin Fatal ist ja gestorben und Tragedy Gaddafi auch schon lange. Gaddafi ist gestorben, aber die Outlaws machen mega starke Sachen noch. Halt, kriegen halt immer 300 Klicks, manche Sachen nur. Muss ich widersprechen, leider. Gefallen die Outlaws-Sachen nicht? Also mir gefallen fast keine Sachen, die diese alte West Coast Riege rausbringt. Die Sachen, so die ich damals gepumpt habe, auch von den Leuten wie die Loonies und wie Richie Rich und so weiter, so dieser ganze Bay Area Stuff auch, hat sich eine Zeit lang krass verrannt, finde ich so. Ja. Da gab es so vereinzelt ein paar geile Sachen, die habe ich letztens gehört. Da dachte ich mir auch, bei Jagdmauf hat auch so eine Single, wo ich meinte, ey, okay, nicht schlecht. Aber das passiert zu selten. Also die beste West Coast CD seit langem hat mir Abo Langwitz zum Geburtstag geschenkt, ist das Sibo-Album The Mob Phaser 2. Das sind nicht die typischen Gangster-Sibo-Beats, die West Coast einfachen, sondern sehr, sehr mit Piano, sehr klassisch. Mega geiles Album. Sibo, Baby. Wer nochmal ein bisschen was gebracht hat, so in die Richtung, aber auch nicht mehr so abgeliefert hat wie früher, Stray D. Der hat ja auch nochmal ein paar Sachen gemacht von Eastsiders. Den kenne ich von diesem starken Collabo-Album, ne? Mit Snoop noch und Cody Lock, ne? Genau, sehr starkes Album. Gruppe. Ja, genau. Da gibt es auch viele Sachen gar nicht auf Spotify. Die haben richtig krassen Scheiß. Auch LBC, das Album. Kennst du noch damals? Ja, ja, natürlich. Ja. Auch die, aber jetzt, wenn man halt die ganzen Leute auch betrachtet, wenn der dauert ein Video raus, die haben gar keine Klicks mehr. So, das ist halt so krass, ne? Aber die Songs sind aber auch nicht mehr gut. Ja, Trading, man kann sich anhören, aber die kommen nicht dran, das sind keine Hits. Das natürlich nicht. Der ganze neue Rotz ist auch scheiße. Ich denke, da wird beide Faktoren eine Rolle spielen. Twin, man ist halt nicht mal am Anfang, was am Anfang, danke B, die Ohren so infiziert. Das ist halt am Anfang der erste Eindruck. Und dann halt auch viele halt, entweder manche sind nicht mehr wie früher oder manche gehen nicht mit der Zeit. Aber ich denke mir auch, B hat es mal letztens schlau erklärt, dass viele Zuschauer, auch Zuhörer, gar nicht wollen, dass man sich entwickelt, weil die genau auf dieser Zeit so angefixt waren. Das hat dann eher was mit den Momenten zu tun, die man damit verbindet. Ja, das ist das auch. Ja, das hörst du ja Album für Album. Und dann, das Album war besser, früher war geiler. Jeder sagt dir, früher war geiler. Ja. Ich sag auch, früher war geiler. Also für mein Empfinden war so die ersten zwei The Game-Alben,
danach war für mich irgendwie gefühlt so Feierabend. Kennst du das ganz Neue, Bro, was bei Spotify ist, wo er mit den ganzen Weibern im Studio ist? Ja, wo der, sehr schönes Album. Wurde das Tupac-Ding da nochmal ein bisschen auflegen. Genau, total schönes Album. Da ist ein Lied, das heißt Roadside. Vielleicht kennst du das. Ja, das ich hab's so schön. Cash, mal helf mir mal bitte. Da, wo er in der Booth ist, im Studio. Born to Rap. Born to Rap. Ja. Ganz schön. Muss man, ne? Ja, aber wie gesagt, seine zwei Alben, ersten zwei Alben, ich fand, danach hat das halt aufgehört, dass so ein Sound immer rausgab. Der hat so viel gemacht. Ich glaube, ich habe auf dem Computer habe ich 14 Game-Alben. Ich habe, glaube ich, allein 4 Originale. Ja. Der hat eine Menge gemacht. Ja, auf jeden Fall. Dann gibt es auch ganz alte, glaube ich, mit JT, The Bigger Figure, noch vor dieser Dre-Zeit. Ja. Finde ihn halt mega stark auch halt. Und was ich bei ihm immer schön finde, er hat dann oft auch mal so, macht er sehr traditionell. Kennst du das Album, was aussieht wie ein Snoop-Cover, wie ein altes? Ja. Ja, nee. Den ganzen. Ich weiß aber die Namen jetzt nicht. Eigentlich so ein Hommage an die West Coast. Von Doggy Style war das irgendwie angelegt. Hat ein bisschen seine Seele verloren, Kalifornien. Ja. So. Ja, voll. Also so Kendrick hat der Sache so ein bisschen einen Anstrich gegeben, der zu ihm gepasst hat, aber da sind auch voll viele moderne Einflüsse gewesen. Also es ist jetzt nicht der traditionelle G-Funk oder sowas. Ja. Aber es ist auch so, man hat bei To Pimp a Butterfly hat man auf jeden Fall viel so California-Feeling drin gehabt, aber es hat sich so ein bisschen angehört wie sowas wie Blood in Blood Out Soundtrack oder so. Aber es war nicht der traditionelle Funk. Da war nichts Funk, null. Das ist genau das Gleiche. Ich habe mich gar nicht geärgert. Ich finde es auch interessant. Aber das ist wie wenn du jetzt Mobb Deep auf Dre Beats rippen lässt. So klingt es. Ich fand, Nipsey hat nochmal ein paar coole Sachen gebracht, gab auf modern halt, so, wo nochmal ein paar so Elemente drin waren. Mhm. War sogar Dings, ich kannte den gar nicht, hat mir den irgendwann Manuel hat mir den mal gezeigt. Vorm Tod? Ja, vorm Tod, schon lange zurück. Da war man bei so einem Videodreh. Da hat er gesagt, guck mal, ich muss dir was zeigen. Und dann hat er mir den gezeigt. So, ich kannte den da gar nicht. Ich bin auch ehrlich, ich verfolge auch die ganzen Sachen aus den Staaten gar nicht mehr. So, irgendwann habe ich gemerkt, da kommt eh nichts mehr. Und auch wenn jetzt irgendeine Legende irgendwas bringen würde, dann weiß ich eh schon, das wird mich nicht umhauen. Für mich war auch das Dre-Album halt auch nicht das, was ich erwartet habe. Der hat kurz danach hat der ein Ding rausgehauen in seiner Radioshow. Ich glaube, Naked hieß das. Das hat vom Beat allein schon das ganze Album zerstört. Da gibt es irgend so ein Ding online, das ist Killer. Die Single, die davor rauskam, auch, wo Nate Dogg gestorben ist, mit Snoop. Kush. Ja, genau. Das war auch das Beste, was auf dem Album nicht drauf war. Ja. Also es hat sich angehört wie ein Kendrick Lamar-Album, wo Dr. Dre drauf rappt. Ja. So, weißt du, der hat es auch bestimmt geschrieben. Ja, der hatte alles geschrieben. Wirklich, weißt du. Da waren zwei Songs, glaube ich, die mir irgendwie die mir gefallen haben. Das war... Das, was ich am schlimmsten daran fand, dass ich den krassen Beat fand, ich den Primo gemacht hat und nicht Dre. Das war Animals oder irgendwie sowas, glaube ich. Ja. Primo liebe ich, ja. Da hat der abgeliefert. Da gab es irgendwas Talking to My Diary oder so. Der war nicht schlecht. Ja, von dem Message. Ein, zwei Sachen so waren okay. Aber es ist halt, weißt du, wenn du da The Chronic abgeliefert hast, Bruder, die wollen alle immer The Chronic haben. Ja. Das ist halt auch nochmal so, ne? Und jeder von uns weiß, der hat auf jeden Fall dieses Album irgendwo da auf dem Rechner irgendwo rumfliegen, das, was wir eigentlich alle hören wollen. Nur irgendwas hat wahrscheinlich so seinen Kopf gefickt, ne, von diesen ganzen neuen Leuten, die gekommen sind, dass er gedacht hat, der kann das nicht bringen. Aber ich glaube, das war, glaube ich, die Fehlentscheidung. Digga, ich wäre mir gar nicht so sicher, dass dieses Album existiert, was wir alle hören wollen. Ich glaube, der hat das niemals mehr hinbekommen. Einfach gechillt, Alter. Wir haben letztens mal darüber geredet, zum Beispiel über Filme. Ich weiß nicht, ob ihr gerne Filme guckt und euch da ein bisschen auskennt. Aber ich habe einen Kumpel, mit dem ich bald einen Film-Podcast auch starten werde. Der ist auch der Produzent vom Funkotronic und so weiter. Superfunk, Michael Knight, ist krasser Typ auf jeden Fall. King. Und wir haben uns mal so ein bisschen über Filme und so unterhalten und haben uns halt auch gefragt, warum ist Terminator der neue so kacke? Warum kriegt James Cameron das nicht hin, irgendwie Terminator 2-Feeling oder Aliens-Feeling oder sowas so zu transportieren? Mhm. Genauso wie viele andere Regisseure, die damals krasse Sachen gemacht haben. Brauchen die einfach nichts mehr zu beweisen? Werden die lazy? So, man hat schon so viele Millionen auf der Bank, man hat schon allen Leuten gezeigt, so dass man die Welt rasieren kann. So. Und dann hat man vielleicht auch gar keine Inspiration mehr und auch keinen Anspruch an sich selbst, weil man hat ja eigentlich schon alles erreicht. So. Vielleicht ist es bei Dre auch so. Ich glaube aber auch, wenn du das damit vergleichst, ist auch natürlich die jetzt in dem Filmbereich, die Kameratechnik hat sich natürlich komplett verändert. Das sind ja alles ganz andere Kameras, dieses nicht mehr mit irgendwelchen Bändern, das ist ja alles jetzt mit irgendeiner Red oder so gedreht. Diese ganze Technik, wie die Sachen drehen, ist ja auch anders wie früher. Genauso ist ja, die haben ja auch nicht mit irgendeinem Cubase in einer kleinen Ecke ihre Alben gemacht, sondern das war ja alles halt komplett Hardware-basiert. Ne? Die Leute, die da reinkommen, Gitarre spielen. So, das, ich denke mal, das hat auch viel dazu beigetragen, dass das alles so war.
Tja. Jo. Hallo Jungs. Vorhin war ich im Fanbus mit dem M82, aber nur Boogie-Fan. Ja, du siehst, du, das ist sogar die Fanstraße hier, ne? Ja. Die kommen ja alle mal klopfen. Die haben nur noch nicht einen Twin gesehen. Genau. Ich sag, wir brauchen Gardinen. Ja, Bibi, Gardinen kaufen nichts mehr. Oder aber ist auch cool, wenn die Leute so, weißt du, das ist ja auch, das sind ja positive Vibes. Weil letztendlich, weißt du, der Bruder guckt hier rein, der sieht so, der erkennt uns, freut sich, geht weiter, besser als wenn er seinen Kumpel schickt zum Einbrechen. Anderen Rappern schmeißen sie Stein. Anderen schmeißen sie Stein. So sieht's aus. Bei manchen Rappern kommt es SEK, manche Rapper sind mir SEK. Das ist wohl wahr, ja, da gibt's. Ja, bei manchen kommen sie. Den einen oder anderen. Vielleicht war der ja auch, vielleicht war der andere, der ein oder andere Rapper ja auch unter einer der Masken dabei. Du weißt es ja nie, ne? Blockmonster. Blockmonster. Ne? Gratulation, Blockmonster hat das SEK geprägt. Ja, verstehe eh nicht, warum Bushido so viele Blockmonster abhängt. Vor allem jeder weiß, es gibt nur ein Blockmonster, sind immer fünf Blockmonsters. Unfassbar. So wendet sich das Blatt, ne? Ja. Ist auch ein Thema in euren Kreisen wahrscheinlich. Ne? Was sagst du? Jetzt ist das Thema ausgelutscht bei euch. Welches? Diese ganze Polizeigeschichte und so weiter. Zinker, Minker und Schutz und keine Ahnung was. Hatten wir ja gestern beim PA Sports Podcast. Ja. Viel sogar. Ja, der ist ausgelutscht. Ne? Also jetzt weiß halt jeder, dass es Fakt ist. Ja. Denke ich mal. Jetzt brauchen wir. Also, dass da mit der Polizei gearbeitet wird, sagst du. Ja. Wurde ja vorher. Wurde es ja nie geglaubt, trotz Akten, trotz allem. Und jetzt mittlerweile ist es schon so angekommen, dass die Leute sagen, es ist uns egal. Traurig. Ich finde halt schwierig, diese Leute manövrieren sich selber in so eine Situation hinein, weil sie irgendwas versuchen zu verkörpern, was sie selber nicht sind. Das über andere Leute. Und wenn das dann aber in die Hose geht, so, dann sieht man halt, was bei rumkommt. Und ja, kann man halt nicht so ernst nehmen. Die Geister, die sie riefen. Denn das ist das, ne? Also. Bleib bei deinen Leuten und alles ist gut. Wäre ich da sauer. Ne? Ja. Ich meine, PA hatte so einen Punkt. Ich bin nicht mit allen Sachen, was er gesagt hat, konform, aber mit den meisten eigentlich auch, muss ich sagen. PA hatte so einen Punkt angesprochen, wo er meinte, dass es doch eigentlich kein Unterschied sein sollte, ob man jetzt sich von der Polizei beschützen lässt oder die Note von der Großfamilie oder vom Rockerclub ist. Letztendlich bist du dann kein Mann, der auf sich selbst aufpasst, sondern brauchst Leute, die dich tragen oder die deine Eier tragen. Jeder trägt seine Eier selbst. Und da ist es halt auch so eine Sache, da werden viele Leute widersprechen, aber so vom Gedankengang weiß ich, was er so damit vermitteln will, dass eigentlich beides verachtet werden sollte, nur das eine wird nicht negativ genannt, sondern das andere wird halt extrem gebasht, so. Ja, aber das eine ist das, was man sich selber gesucht hat, ne? In den meisten Fällen. Ne? Die suchen sich das ja halt. Sage ich auch, Cashmo, es ist nicht der Gemüsehändler, wo irgendwelche Leute Druck machen. Das war ein Team, es wurde benutzt. Das ist genau das, was er vorwirft, hat er für sich genutzt. Ja. Ja, das ist ja genauso wie in Amerika, 6ix9ine, was man da gesehen hat. Ne? Holst du irgendwelche Leute ran und dann werden die da halt irgendwas zum Verhängnis. Ne? Ey, wenn ich mich mit dir angelegt habe und habe später den Kürzeren gezogen, habe ich einfach Pech gehabt. Dann tue ich mich entweder entschuldigen, wenn ich die Hosen voll habe, laufe weg, wenn ich die Hosen voll habe, oder ich kriege halt meine Abreibung, egal in welcher Form. So, und das, so müsste einfach jeder denken. Also, das will auch gar nicht über Buch reden. Ja, nee, es geht um alle, ich rede gar nicht über den. Das machen ja gefühlt 90% der Rap-Szene. So, die wollen Leute dissen oder beleidigen, weil es zum Sport-Rap auch dazugehört. Ja, aber dann musst du es aber auch reinkriegen, wenn du auf der Straßenebene dich bewegst und Straßenleute ansprichst, dass die dir vielleicht auch mal aufs Maul hauen. Und das Schlimmste an dem Ganzen ist, dass die ja schon zur Polizei rennen, bevor überhaupt einer aufs Maul bekommen hat. Verstehst du, was ich meine? Das ist, die kriegen ja schon Paranoia vom Hörensagen, vom Telefonieren. Die Telefoniererei ist ja gefühlt auch im Hip-Hop erfunden worden. Ja? Diese Telefonpolitik. Und da kommt ja schon die Polizei ins Spiel und da fängt es ja schon an, und bevor es ist überhaupt ja auch nicht was gewesen ist. Und es ist ja auch nicht schlimm. Ne? Also jeder hat mal irgendwo mal einen in die Zähne bekommen. Das kann halt mal passieren. Ne? Dann, wenn du halt irgendwo Probleme hast, dann stellst du dich den Dingen und dann ist es ja gut. So sehe ich das halt. Ja. Ne? Und da muss man keine 110 wählen halt. Ja, ne? Gut, die haben halt mehr zu verlieren, was die Karriere wahrscheinlich angeht. Zumindest denken die das aber. Ja. Aber wenn ich in die Fresse gekriegt habe und komme am nächsten Tag vor die Kamera und habe einen Pfeilchen, Alter. Dann also, bin ich doch noch echter. Es gab ja Situationen in den letzten Jahren in der Szene, wo ich denke, wenn jemand zum Beispiel einfach dann seinen Mann gestanden hätte in der Situation, also du weißt ja wahrscheinlich, wovon ich rede, ja. Einfach seinen Mann gestanden hätte in der Situation und gesagt, ja klar, komm, hier bin ich, bam, 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 dann hätte es mal ein bisschen geknallt. Ich glaube, niemand da draußen hätte gesagt, selbst wenn er auf die Fresse kriegt, so ist nicht real und hier, alle hätten das gefeiert sogar.
Dann hätte es halt mal kurz geknallt und dann ist halt gut. So, ich denke nicht, dass die Leute das als negativ aufgefasst haben. Es gibt immer, wenn zwei in den Ring steigen, wird einer verlieren. Das ist halt Fakt. Also ich habe noch nie gesehen, Alter, dass da ein Double KO dann auf einmal kommt. Ne? Also ist halt normal. Passiert ihr redet aber sehr von der Fairness-Perspektive, die ich hier ein bisschen vermisse, muss ich ganz ehrlich sagen. So, also auf unserer Straße. So dieses, wir knallen gegeneinander und einer gewinnt, einer verliert und so, das klingt alles so ehrenhaft. Weißt du so? Muss man schon sagen. Es klingt ja schon fast so wie diese Hooligan-Regeln, die ich nie verstanden habe. Wenn einer auf dem Boden liegt, dann lassen wir ihn in Ruhe und so. Da sind die Polen, glaube ich, ein bisschen anders. Ja. So, und so polnisch ist es bei uns auf der Straße. Ja, ich also, habe auch schon du? Den einen oder anderen Fight gesehen hier von dem Kollegen da, wo es auch anders war. Ne? Ja, es ist halt... Ja. Also ich fand erschreckend... Hältst nicht immer, oder? Was meinst du? Wenn die Ampel rot ist, gerade rot geworden ist, fährst du halt auch nochmal drüber, oder? Das meine ich, weißt also, du? So ist es mit dem Nachtreten, aber... Ja, Fairness halber, ich weiß, was du meinst. Da passiert mal was, da kommt mal mehr oder hier oder da oder irgendwas. Ja, aber. Aber Moment, das passiert ja aber auch nur, wenn du es ausreizt. Ja. Ey, guck mal, wenn man das so macht, wie es sich eigentlich gehört, so wie wir es kennen, die von der Straße sind, fernab von der Musik, fernab vom Social Media Scheiß, dann hast du mich abgefuckt oder ich hab dich abgefuckt. Dann entweder ruft man sich an, ja, oder man läuft sich irgendwann über den Weg und dann knallt es halt. Und dann, wenn man sich durch Zufall sieht, oder sich besucht gegenseitig, dann kann so viel gar nicht mehr passieren, als wenn es 6 Monate hochgeschaukelt wird und 500 andere mitbeteiligt sind plötzlich. Ja, das ist ja klar, dass es dann eine riesen Schlacht wird am Ende. Aber wenn du sagst, hier, Twin, du hast ein Problem mit mir, ich bin jetzt in Frankfurt, wo bist du? Lass das klären. Dann komme ich bestimmt nicht mit 100 Mann, Alter, und mit Maschinengewehren und Panzer. Hey Bruder, ich weiß das auf jeden Fall zu schätzen, was du da sagst, und ich würde dich auch nicht als ein Lügner einschätzen, was für mich einen ehrlichen, aber auch einen korrekten Eindruck. Danke. So, ich glaube, es ist wirklich gut, Leute wie dich dort zu haben als Beispiel, denn letztendlich wissen wir aber, dass es auch ganz viele andere Sachen gibt. Ob das jetzt, es spielt auch gar keine Rolle, ob das jetzt Rockerclubs sind, Familien, ja, Gangster, vor allem die Kleinen, die ihr Supporter nennt, bei uns sind es halt die Kleinen, die immer rein wollen, die haben halt keinen Begriff oder keine Ahnung was, aber die brüsten sich sehr, sehr oft dann auch mit den Lorbeeren von den Großen, bauen Scheiße, drohen mit denen und denen, allein von unserer arabischen Familien und so weiter, von der Größten, der arme Mahmoud, Alter, keine Ahnung, wie oft die Leute mit seinen Namen angegeben haben, die ihn nicht mal richtig kannten. Bei mir war letztens auch einer, meinte, er ist Cousin von Mahmoud. Alle sind Cousin von Mahmoud. Oh Gott. Weißt du so? Und das ist halt so das Ding, so, da wo man merkt, die Realität ist meistens ein bisschen anders, so, dass die Leute das versuchen zu missbrauchen, so, weißt du so? Das sind die, die zum Bullen rennen, weil die gehen von sich aus. Ja, aber es geht doch nicht nur ums Bullenrennen. Nein, Moment, aber die sind diejenigen, die würden zu 20 auf dir rumhüpfen. Die würden dich, was weiß ich, irgendwo verarschen und würden sagen, komm da hin und dann fangen die dich ab mit anderen Leuten oder was auch immer was. Weil die von sich aus gehen und deswegen reden die, zeigen die auch mit dem Finger auf dich und sagen, du machst es genauso. Genau, und bei Bu wussten eigentlich schon alle, wie es lang geht, war schon seit langem klar. Aber ich fand auch nochmal ohne Süßholz Raspel meinem Bruder Manu. Das ist nicht, weil ein Homie von mir ist, aber bei Animus fand ich es noch erschreckender. Der hat nämlich erst erzählt, dieses Salafistenzeug da mit Haram und Kanaken-Ehre, was voll, ey, Digga, dann hab nichts mit Hip-Hop zu tun. Das hat auch nichts mit Salafisten zu tun. Ja, aber ich fand es sehr blöd, was er gesagt hat. Da musst du aufpassen, was du sagst. Salafisten, ISIS und so weiter, ist eine sehr harte Ecke. Ja, stimmt schon. Was Animus gemacht hat, hat damit nichts zu tun. Ich habe keine Sympathie für diese Situation. Nee, aber jetzt aber ehrlich trotzdem. So salopp erklärt da schon, aber dann das zweite Mal, er haut sich auf die Brust und lädt ihn ein. Willst er hat, du den, schießen, Armanu, komm, er hat schieß, den armen Manu keine Wahl gelassen. Langfrist sagen wir, keine Wahl gelassen. Der Move war auf jeden Fall hart. Es reicht schon, dass er sagt, willst du schießen, komm, schieß. Ja. Kämpfen verlernt man nicht. Punkt. Und das, den Rest kennen wir. Mehr muss man darüber auch nicht mehr reden. Schläft einer auf der Couch, macht auf mit dem Deal. Hat es egal, du kannst halt blöd getroffen sein, dann geht die, kann jeder auch von der Ohrfeige irgendwie schlagen, wenn er am Kiefer getroffen ist. Aber dieses, du willst schießen, schießen, ja. Willst kämpfen, aber kämpfen. Dann dieser Boxsack und dann die Nummer am Ende und das Rumgeheule. Hör auf, Alter. Ja. Aber letztendlich sind sie jetzt wieder auf Hardcore beide zurückgekommen. Fand ich auch interessant. Also so ganz ehrlich, was soll man die denn jetzt haten auch? Weil letztendlich, weißt du, das sind die anderen Leute, die Streams generieren und die das ja auch dann einen Scheißdreck interessieren. Da muss man Haken dran setzen. Weißt du, was ich meine? So, wirklich. Wenn die den realen, harten Stuff und so präsentieren, nachdem mit Polizei und solche Sachen wie mit Animus und so weiter und die Fans geben einen absoluten Hühnerscheiß da drauf. Genau, und weißt du so? Musst du auch, du kannst die nicht bekehren so. Und ich will die auch gar nicht bekehren. Aber das was mache ich falsch? Ich bin jeden Abend auf der Couch, rauch 3 Bonköpfe, schlaf ein, ich wache nicht auf mit dem Deal. Hoffentlich bald. Ja. Ja, man merkt, dass... Lass mal lustige Sachen sehen. Ich glaube, du bist der einzige Twin hier. Wir sind alle 4 Straßenbrüder, die das Leben
wie das Geschichten, die das Leben schreibt, aber du bist der einzige Bruder, der auf dem Acker geht. Weil Onkel B war noch nie auf dem Acker, Cashmo war noch nie auf dem Acker. Onkel C war auch noch nie auf dem Acker. Und Onkel BB war nicht auf, BBC war noch nicht auf dem Acker. Aber es ist schon lange her. Ja. Das sind jetzt, glaube ich, 5 Jahre. Boah. Du warst doch da bei der Elite-Twin, oder? Ihr wart dort der volle Blumenstrauß, so eher der Fleurop-Container, war? Ihr wart so... Brigade Nassau. Ja, ich wollte sagen, war, die kennt jeder. Ja, schon. Aber kennt auch, eure kennt auch jeder. BFC ist auch stark. Dresden ist stark. Hey Dirk, Grüße. Wir sehen uns beim Training. Grüße an alle. Corona, Free Adi. Pain, Free Kane, Pain, Lübeck, Free Kane. Pain, Free Pain. Kane. Kane ist auch mein Homie. Ja. Ich habe das noch nie verstanden. Mein Trainer ist ja auch da mitten drin. Bruder, der erzählt mir Sachen, zeigt mir auf dem Handy Sachen. Eine Oma will ihn überfahren und so ein Scheiß. Warum macht ihr das freiwillig, Bruder? Was ist da los, Alter? Also wirklich, das ist schon wirklich eine eigene Welt. Ja. Ja. Ich habe viele Freunde auch, die es machen, aber für mich gehört Gewalt leider dazu. Ich musste auch früh lernen, es anzuwenden. Man kann es nicht verleugnen und Kampfsport so auch. Ja, so aber meine Homies so. Das ist doch geil, Alter, wenn du danach keine Probleme hast und. Ich steche mal ganz schnell zu, renn weg und zurück zu meiner Bon. Das kannst du ja dann. Ja, nee, aber ich denke immer nur, Twin, jetzt wirklich, ich mache ja auch, habe ja lebenlang mein Leben riskiert durch Exzesse und so, will auch nicht falsch predigen, ist halt nur eine Macke, die ich nicht habe. Aber ich frage dich, Bruder, weil du bist auch Straße, du bist an der Tür und bist voll in den Kreisen. Es ist doch so, da kann so viel passieren. Ich habe 2, 3 Freunde, die mit einer Backpfeife schon einen getötet haben. Also 2 Schläge, einmal eine Backpfeife, jedes Mal Todesfolge. Ich denke noch so, wäre Cashmo nicht stinksauer, wenn er jeden Abend zu dir kommen muss und dir Suppe bringen muss? Du bist ein Pflegefall, so hätte ich mal ein bisschen bedenken. Würde ich auf jeden Fall sehr zu schätzen müssen. Ich komme nächstes Mal mit für Boogie Life. B, wir machen für Boogie Life auf dem Acker. Wollen wir durchziehen? Gerne. Ja? Ich filme, du machst mit. Zeck Plus, schön viel Eiweißpulver von Zeck Plus, weil dann Essen wird sich erledigt haben. 15 Deicho vorher. Ich unterstütze dann eher das Reha-Programm, damit der mir dann... Also wegen Acker, ich täusche ja einen Tittenfick vor dem Kack auf dem Bauch. Dann komme ich auf den Acker und ziehe ich eine Skorpion. Sehr schön. Das interessiert mich auch, aber ich denke mal, das interessiert auch die ganzen anderen Leute. Wie kommst du immer auf diese Sachen alle? Innerhalb von 3 Sekunden, Alter, was der sich immer für Sachen immer... Wie kommst du da drauf? Das ist ja... Du müsstest eigentlich wie Jay-Z einfach in die Booth gehen können und einfach deine Songs freestylen. Ne? Ja. Digga, die Sachen wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, die er vergisst, das hat er da dann für Kapazitäten verbraucht, für die ganzen Sprüche. Naja, deswegen für Pünktlichkeit bist du ja, aber sonst hat B recht, so, er müsste mehr kommen. Kommt ja auch wieder. Es gab eigentlich einen Gig, wo du doch gekommen bist hier, wo wir in Berlin gespielt haben. Da war ich im Timing hier. Da habe ich einen Boogie nämlich da total überfordert. Da war der mal nicht so schlagkräftig wie jetzt. Da stehe ich mitten auf der Bühne und sage ich, ja, und der macht jetzt gleich auch mal hier einen Song oder ein Part, bla, mit einem anderen König. Und der so, soll ich jetzt einen Rap machen? Auf einmal steht der, ich bin mein Part gerade, ich bin gerade am Performen. Auf einmal, ich gucke so in die Ecke, sehe ich den Boogie in der Ecke so stehen. So direkt in die Ecke. Der so, ist das schon so, das ist so fertig am Machen. Aber alles klar, jetzt geht's los. Das war ein wahnsinniger, starker Auftritt von dir, Bruder. War mir aber B und Onkel B und ich haben das auch schon oft durchlebt. Im Backstage war mehr als in der Crowd. Ja. Aber du hast rasiert. Ja, geiler so, Auftritt. So muss es sein. Ne? Wir geben immer Gas. Ne? Das sind nur mit Stage-Diving wird es eng gemacht. Ja, und jetzt wird es auch natürlich bei Welcome to Hate jetzt auch ein bisschen eng. Ne? Bei der ganzen Corona-Kacke, ob man jetzt irgendwie spielen kann. Ne? Genau. Part 2, ja. Part 2, ne? Ob man. Wäre ja eigentlich voll geil, wieder so ein Ding zu machen, so eine Tour. Hoffentlich, ja. Und wäre gut, wenn es jetzt dann passiert. Ja. So zum Winter hin, das wäre geil und nicht zum Neujahr. Kommen wir ein bisschen zur Musik, mich würde mal interessieren. Übernimmst du auch immer den Produzententeil? Wie jetzt, ihr seid eigentlich so eine Konstellation, 2 Rapper und einer davon ist sogar auch Produzent, ne? Genau, ja, ich habe alles da jetzt auch wieder selber beigesteuert. Ich pfeife ihm das immer vor. Und genau. Dann spielt er das nach. Wir haben ja, ich sage ja auch immer allen Produzenten, ich mache nur mit Belasch, meinen letzten Alben alle Belasch. Einmal eine Fremdproduktion, manchmal von Superfunk, manchmal von Mosha Ruhr, aber sonst immer 99% von B, so kann man bei euch das auch sehen, ne? Ja, wir gehen immer ins Studio, er nimmt dann immer eine Tröte wie Pimperland, wie Timberland. Pimperland. Auch noch aus Versehen, Alter. Timbaland! Der Timbaland ist Studio angezogen, abgezogen.
Pimperland, ja genau. Er macht ja. Er hat dann immer die Tröte in der Schnüsse. Pimperland hat doch Alia getötet. Ja, genau. Pimperland, sie wollten nicht mehr laufen gehen. Unfassbar. Pimperland ist so hart. Pimperland war alles schon. Wie Arnold Fittner. Ja, ich. Pimperland produziert Arnold Fittner. Twin, du bist so Gangster, du spielst bei Dogs oft nicht, bei Skyline spielst du auch dich selber. Wir sind, glaube ich, die einzigen Arzten, die dich selber spielen. Weil ich hatte gehört, wir müssen jetzt zu Twin von den 8-1 an. Nee, Tony. Doch, sagen sie nicht Twin? Die sagen Tony. Ach so, aber 8-1 hatten sie gar nicht. Ich bin der Tony, der Rockerboss von Frankfurt. Genau, ich war Boogie. Ja. Ich war Boogie. Ich finde die sehr, sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Schade, dass sie nicht weitergeht. Ja. Dann wäre Tony ein bisschen... Ja. Noch aus sich rausgekommen. Mhm. Aus der Bedeckung. Tony, der alte Homie, ja, ne? Tony. Ja, vor allem, dass das Hip-Hop nicht so scheiße rüberkam. Wie bei vielen Filmen. Ja, deutscher Hip-Hop wird ja in vielen Filmen so voll belächelt, so deppenmäßig dargestellt. So, yo, weißt du so. Und davor hatte ich Angst, dass es so rüberkommt, so trashig rüberkommt. Und ich finde, die haben das eigentlich genauso getroffen, wie es ist, finde ich schon. Ich fand, das war nicht überzogen. Manche Sachen vielleicht ein bisschen, aber es muss gehört dazu jetzt, was diese Morde da angeht und ja, so. Aber an sich fand ich die schon sehr naturgetreu so. Ja, fand ich auch. War überrascht. Voll. Hatte nicht viel erwartet von Skylines, muss ich sagen. Wir waren ja, also ich habe bei Dogs of Berlin mitgemacht. Die Jungs hier von uns haben ja natürlich auch 4 Blocks und so weiter. Wesel war da drin und die Schauspieler, die wir kennen, Sami kennen wir schon eine Weile. Kida ist bei uns aus dem Bezirk. Kenn ich auch, ja. Ich schon Echo kennengelernt damals. Das fand ich so, war, ja, so, wie soll ich sagen, Alter. Also Dogs of Berlin war sehr Fantasy so. Fantasy. So Quentin Tarantino-mäßig mit diesen verschiedenen Dingern da drin, alles zueinander gemixt. Naja, vielleicht für euch Frankfurter ist das vielleicht nicht so, wie soll ich sagen, ist das vielleicht bei euch nicht so angekommen, aber es gibt Kreuzberg, Kaiserwarte nicht, wo auch immer das spielt. Ja. Weil es spielt in Kreuzberg, Kaiserwarte, dieses Kaiserwarte-Ding haben die einfach erfunden, weißt du so? Und die haben letztendlich da Straßenschlachten ablaufen lassen, wo alles brennt und die schießen mit automatischen Waffen auf die Polizei und so Zeug. Die haben auch gesagt, FSV-Hooligans. Ja, also die Brigade von FSV gibt es auch nicht. Die haben so Wahrheiten mit richtiger Fantasy vermischt. Und ich fand es halt so ein bisschen komisch, weil letztendlich hast du, wie gesagt, so Straßenschlachten und Familien und so weiter ballern mit automatischen Waffen auf die Polizei. Aber auf der anderen Seite treffen sich dann die ganzen Kanaken und die Rocker und so dann irgendwo so auf so einem Matschfeld und hauen sich wie kleine Kinder. Das war wie beim Patrick Swayze-Film von 1981, die Outsiders, original. So. Und dann hast du halt so... 4 Blocks gehabt, das war so in der Mitte, finde ich. War auch nicht super authentisch, aber auch nicht super unauthentisch. Da kam mir Skylines schon authentischer vor, aber die hatten so einen kleinen Rahmen auch. Die haben nicht so versucht, alles reinzupacken, was es gibt, so auf der Straße. Weißt du? Die hätten sogar noch weniger reingepackt, aber die mussten die Dings kürzen. Weißt du, ich meine, die haben viel mehr geschrieben gehabt pro Sendung. Ja. Die mussten die Staffeln kürzen. Kennt ihr Großstadt Gorilla? Oder heißt, wie heißt der Film? Großstadtgerät? Ich habe gesehen, aber irgendwie kann mir irgendjemand. Der wurde bei uns gedreht, auch in den Platinum. Ich habe ja mitgespielt, aber mich haben sie rausgeschnitten. Aber ich habe trotzdem meine Gage bekommen, mir egal. Bei 4 Blocks hätte ich auch mitspielen müssen, aber zu wenig Gage. Nee, da haben sie mich rausgeschnitten, komischerweise, bei Großstadtgorilla. Ich glaube, ich war zu authentisch. Mit Moritz bleibt treu ist das doch der Gag. Ich bin kein Schauspieler, doch meine Frau sagt, Moritz bleibt treu. Ja, also meine Meinung ist halt, wenn ich habe auch da ein paar Leute gehabt, zum Beispiel, die bei mir drunter geschrieben haben, wenn ich gesagt habe, ich weiß ja nicht, ob ich irgendwann mal davon Krebs kriege, dann sagen die ja, dann rauch doch nicht. Weißt du, wenn du rauchst, dann brauchst du auch nicht darüber reden, wegen Krebs. Dann sage ich ja, aber da zwickt mich keiner zu. Bei mir geht es halt um Zwingen. Also ich will mir nicht einfach irgendwas reinspritzen lassen, was da mal irgendwo ein Jahr getestet worden ist. Oder was weiß ich was, und mir das halt reinhauen. Ne? Vor allen Dingen, wenn man ja ein bisschen recherchiert, kriegt man ja auch ein paar Sachen mit, was dann in anderen Ländern dann hier und da mal passiert, wo mal irgendwie Impfstoffe getestet werden. Und das will ich natürlich nicht mir und meinen Sohn oder Familie oder so, will ich sowas natürlich nicht antun. Ne? Ich lasse mich nicht einfach irgendwas in den Arm reinspritzen oder wo auch immer.
wo ich nicht weiß, was da drin ist. Und ich werde mich auf jeden Fall nie im Leben werde ich mir das spritzen lassen. Ich habe sogar schon so krank gesagt, also vor 4-5 Tagen war ich rum am Googeln, in welchem Land könnte man jetzt eigentlich auswandern, wo man nicht von so Problemen irgendwie betroffen ist. So, wo man Schweden bis jetzt nur, oder? Das weiß ich nicht. Ja. Schweden auf jeden Fall haben die keine Quarantäne und so. Die haben gesagt, die sitzen das aus. Massenimmunität etc. Wie das jetzt ist, keine Ahnung. Es ist in allen Ohren momentan. Überall in allen Ecken das Thema Zwangsimpfung. Ja, was für mich, was ich halt immer schlimm finde, ist halt, wenn irgendeiner mal was sagt, und das ist ja auch das, was für mich auch eigentlich so ein Riesenproblem war, wenn irgendeiner irgendwas dagegen mal sagt, seine Meinung hat oder so, jeder darf ja seine Meinung frei äußern oder seine Bedenken, wird immer sofort immer mit rechts irgendwie in Verbindung gebracht, immer in die rechte Ecke gedrückt, obwohl ich finde, das hat ja gar nichts damit miteinander zu tun. Das habe ich halt jetzt ein paar Mal gelesen in der letzten Zeit, dass wenn irgendeiner mal was gesagt hat, dann ist halt immer irgendwie rechts, immer in die rechte Ecke. Aber das ist nicht geschoben. Nur jetzt, das ist schon lange so. Jetzt ja, kommt schon lange so drin. Weißt du noch, dazu. Bei uns war das auch so bei Musik. Ja. Das hatten wir beide parallel schon damals gefunden. Und ich fand, das waren jetzt zwei verschiedene Schuhe. Das eine mit der Impfpflicht. Aber es war ein separater Post von dir bei Instagram. Da hast du was Tolles gesagt, was Onkel B. weiß, es mich voll betrifft. Ich bin frei von irgendwelcher politischen Sachen oder Rassismus. Und wir mussten hier schon, ich musste einen Antisemitismus-Trailer machen, dass ich mich davon abspreche, also distanziere. Und ganz oft habe ich auch schon diesen Hut aufbekommen. Du hast mir da sehr aus der Seele gesprochen. Ja, aber das Schlimme ist, wir dürfen halt auch nicht einfach, also wenn man deutsch ist, in der Szene oder generell, darf man generell nicht alles sagen. Ne? Also ich erwische mich oft dabei, wenn ich eine Story oder irgendwas mache und ich will vielleicht gerade mal irgendein ernsteres Thema oder irgendwas ansprechen, dass ich mir überlegen muss, ah, kann ich das so sagen? Könnte man das jetzt wieder irgendwie in die falsche Richtung irgendwie lenken? Wir sind ja immer da so extrem von betroffen. Ne? Wenn du einmal was Falsches sagst, ne, die warten ja quasi nur darauf, so irgendwas sagst, was man irgendwie in die Richtung drängen kann. Ne? Und wir sind ja null rechts oder sonstiges, aber ich habe halt eine eigene Meinung. Ich darf da meine Meinung äußern. So, ne? Denn ich möchte dann nicht nur wegen meiner eigenen Meinung in irgendein Camp oder so irgendwo hingeschoben werden halt. Ne? Das stört mich und halt. Gerade auch das, was Belasch letztens angesprochen hat, mit der Pauschalisierung von diesen Feministen, Affenpack da, voll über auch Pauschalisierung gegenüber uns Hip-Hopern und dieser Rassismus, alleine wie man uns jetzt gerade sieht, dass es hier den ganzen Tag und die ganze Nacht auch nie eine Barriere sein würde, dass zum Beispiel kein, wie nennt man es, Bio-Deutscher ist oder so. Allein wie wir da immer stehen, zeigt, signalisiert eigentlich unser Mindset, ja. Aber für die ist er dann auch rechts, weil er ist mit uns Deutschen. So. Ja, das ist ja genauso wie bei ihm. Habt irgendwann die Bild ja mal irgendeinen Bericht. Fick die Bild! Ja, die hat ja irgendwann mal einen Bericht gebracht bei einem Auftritt und haben ihn dann irgendwie als rechts irgendwie dargestellt, obwohl sein Backup auf seiner Bühne, der neben ihm steht, ein Marokkaner ist. Also, der Jones war mit auf der Bühne als Schwarzer, der Dries, Marokkaner. Also wirklich so ein Bart, also nicht weg, abgeschnitten. Der Bild ist der größte Schmutz-Fitner-Zeitung. Fitner. Bruder schön breit gezogen, Alter. Und dann, es baute sich ein Hooligan von der Brigade Nassau hinten auf. Ja, der stand hinterm DJ-Pult auf der Bühne, mein kleiner Bruder, das war's. Der übrigens genauso aussieht wie du, Twin, ne? Nee, das war mein jüngerer Bruder. Ach so, weil ich wusste das damals nicht. Du hast, habe ich ja Onkel B. vorhin gesagt, du hast ja wirklich einen Zwillingsbruder, 1:1, ne? Richtig. Darf man nur aus dem, ist der auch in der Öffentlichkeit, oder? Nee, ist er nicht. Aber er auf jeden Fall, wenn du den siehst, kommst du auf dein Leben nicht klar. Das ist einfach, der steht vor dir, es ist original Twin, es ist einfach dieselbe Stimme. Stimme ist krass, wenn ich dich, wenn der Stimme dich ist anruft, denkst, bin ich nicht. Es ist derselbe, es ist einfach derselbe Mensch. Derselbe Mensch. Gleiche Tattoos? Ja, das noch nicht, das ist das Einzige, woran man Twin den noch ein bisschen... Das, unser Twin-Bild haben wir gleich gemacht, aber sonst... Es gibt einen Zuhälter-Legende in Berlin, King Kong. War ein durchgeknallter Arzt, der hatte auch seinen Zwillingsbruder, der hat auch die gleichen Tattoos. Natürlich haben sie es vor Gericht schon oft ausgeschöpft. Ja, Wahnsinn. Irgendwann hat er sich wahrscheinlich schon zu Ende geschöpft gehabt. Ne? Ja. Da wissen Sie Bescheid. Ja, also, ich bin nicht für eine Impfpflicht. Ja. Das ist halt meine Meinung. Ich bin generell auch nicht für dieses scheiß Quarantäne-Drecks. Alles nicht, was da gerade ist. Ich habe generell alles abgelehnt, was das System befürwortet. Seitdem bin ich wieder gesund. Ja, der Belasch enthält sich hier. Wie sieht das denn bei dir da aus? Das würde mich dann auch mal interessieren. Oder hast du Angst, zerstört zu werden, wie hier die Energy Drinks? Naja, ungefähr das Gegenteil, weil ich habe mich, was das angeht, glaube ich, am gründlichsten und öftesten schon geäußert in der Öffentlichkeit. So weit, dass man schon wahrscheinlich so
ein paar Probleme vielleicht zu erwarten hat. Also deswegen, also ich scheue mich da meine Meinung zu sagen sowieso nie. Nur nee, letztendlich habe ich das echt oft auf Instagram und so jetzt in unserer Runde halt nicht. Ja, ich bin halt auch definitiv, natürlich, wie soll man auch ein Befürworter für eine Impfpflicht sein? Also außer jetzt wirklich so Omas und Opas kann ich nachvollziehen, wenn die jetzt irgendwo in ihrem einen Familienhäuschen und die haben ein ruhiges Leben und alles ist schön und drumherum und gucken halt Fernsehen und denken sich, ja, gefährlicher Virus und hat voll viele Leute umgebracht. Dann schadet das doch nicht. Lass uns doch mal einfach alle mal die Spritze nehmen und dann haben wir doch Ruhe. Ich denke, so, wenn das Ding freiwillig wäre wie eine Grippeimpfung, dann würde sich jeder Zweite so oder so mit der Scheiße impfen wahrscheinlich. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich glaube? So. Das Ding ist halt so, dass die Leute, die so wie die Omi jetzt gerade, ja, die würden das quasi für die anderen Leute mitentscheiden lassen wollen, weil sie der Bevölkerung nicht trauen. Weil die ja auch Fernsehen gucken und die gucken sich an, Leute wie dich, Kriminelle, ja, Kanacken, Pack, Rapper sind allein schon Pack, alleine, weißt du, so in dem Stil. Und dann hast du noch ein paar Flüchtlinge und dann hast du noch ein paar Familie Ritters hinterher. Und das ist dann so die Bevölkerung aus RTL für die. Und dann denken die sich, weißt du was, die dürfen uns guten, normalen Leuten doch nicht gefährlich werden. Mhm. Also wenn die alle sagen, nee, ich will keine Spritze, nee, Vater Staat ist sauber. Die Ärzte sind sauber, die haben alle nur das Beste für uns im Sinn. Und die leben halt in ihrer Matrix drin. Wie willst du jetzt so eine 80-Jährige da rausholen? Das hast du toll beschrieben. Deswegen sage ich auch, bei denen, das ist die einzige Bevölkerungsgruppe, wo ich ein Auge zudrücken würde und sagen würde, ich kann das nachvollziehen, dass sie so denkt. Ja. Ist alt, so lass die mal in Ruhe. Bingo, aber es ist egoistisch. Das kann sein. Aber ich meine, Leute wie du und ich jetzt, wenn ein 40-Jähriger jetzt vor mir steht oder ein Mädel, was 20 ist und mir erzählt, sie möchte, dass ich, du, die Kinder und Verwandten von zu Hause abgeholt werden, fast schon wie in so einem schlechten Nazi-Movie. Ja. Und dann da eine Spritze reinbekommen und dann kriegt jeder noch einen Stempel in seinem Pass, ja, dass er immer zeigen muss. So. Komm mal her, du alter Digga, das will doch ich nicht sehen. Alter. Aber Belasch hat da was ganz Tolles angesprochen, weil ich auch selber im Familienkreis kenne halt, bei ältere Mitmenschen halt, die wirklich die Informationen sich aus den Medien holen. Dann die führt das eine zum anderen. Ganz genau. Wirklich, da führt das eine, die armen Menschen, denen geht es dann nicht mehr besser. Ich war früher auch in der Matrix drin, 80 Jahre mit He-Man. Als Kind geht es dir vielleicht dann noch gut. Mhm. Aber diese Leute sind ja nicht glücklich, die haben ja auch mega Angst. Meistens haben sie auch, geht es ihnen gut und dann diese Angstschürerei ist ein riesiges, großes Problem. Ja klar, Angst immer. Ja, also aber bei mir aber auch noch so erzogen worden sind, sich zu, Entschuldigung, Duckmäuschen zu spielen, ja, die Meinung nicht zu sagen. Ja, nichts hinterfragen. Das gehört sich so. Dann meckern sie, bloß nicht zu laut, das können die Nachbarn hören und ziehen das Ding dann ja durch. Beschweren sich am Esstisch. Das ist typisch, das ist nämlich die, von denen wir es alle gelernt haben. Ja, das ist meine Oma eingeschlossen. Ja. 33 geboren. So, und das über Generationen weitergeführt ja, und das ist heute Deutschland. Ich und weiß deswegen genau, brauchen was wir gar meinst, nichts Gutes mehr erwarten, sag ich dir ehrlich. Schön gesagt, Quinn. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ganz schlimm. Die können nichts dafür, weil die Nachkriegszeit, die wurden ja alle so gedrillt ja, und alles Mögliche. Steht in der Zeitung und stimmt. Da war da die Stasi, dann war da sonst was. Alle für sich. Aber genau da kommt es gerade wieder hin. Du weißt nicht mehr, wem du trauen kannst. Die Leute sind total weg. Der eine hat das Tuch davor, sagt dir gerade noch so, hallo. Guckt in den Nachbargarten rein, ob da 3 oder 4 Leute sind. Dann diese Werbedinger hast du ja wahrscheinlich auch gesehen. Steuerdings suchen Erbsenzähler. Die anderen suchen irgendwelche Leute, die beim Observieren helfen und sowas. Ich werde schikaniert vom Nachbargrad-Twin. Der geht zu unserer Burger-App immer und wird wirklich falsche üble Nachrede und guckt halt immer. Und erst recht auch der echt erst sauer seid, ihr seht auch Leute mit Immigrantenhintergrund. Viele wissen nicht, dass die alles Berliner sind, Deutsche. Dann diese Vorurteile ganz, ganz schwer. Und deswegen ist für mich auch Nazi nicht gleich Nazi, weil viele haben einfach nur kein Wissen und haben sich Scheiße in den Medien angeguckt und muss mit allen Austausch führen irgendwie. Bei Homie hat es nicht geklappt. Ich habe ihn 3 Bonköpfe gestopft, aber er war immer noch auf dem braunen Weg. Du wolltest gerade 2-mal was sagen, ich habe es ja mitbekommen. Sag ich glaube, ich habe 2-mal vergessen, aber was auf jeden Fall feststeht, ist ja, ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass die Welt auf jeden Fall je nach nicht mehr so sein wird, wie die halt war. Das ist, ich glaube, mehr als klar. Also ich denke auch, ich hasse es auch, weil ich will gar nicht mit diesen Verschwörungstheoretikern, also will ich gar nicht in Verbindung gebracht werden. Aber natürlich ist mir klar, oder wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dass es natürlich auch um Bargeld geht, was halt alles mal weg soll. Ne? Oder dass man Leute auch verfolgen kann über irgendwelche Apps, die jetzt irgendwo mit dem Handy draufkommen. Das sind ja alles Tools, die man ja später für ganz andere Dinge ja auch nutzen kann.
So, und da bin ich halt kein Fan von. Und ich finde, dafür ist halt diese Panikmache. Ich habe letztes Mal was gesagt, das ist meine Meinung. Es gab ja die ganze Zeit so irgendwelche Terrororganisationen auf der Welt. Damit hat man ja immer diese Angst geschürt, wo man ja nie wirklich die eine Zielperson hatte, dass wenn man die jetzt quasi hätte, dann wäre das ganze Ding durch, weil die waren ja wie Geister quasi überall. Die haben ja so gesehen der Bevölkerung auf der Welt Angst gemacht. Jetzt auf einmal ist das so ein bisschen weg, man kriegt das nicht mehr mit, irgendwie seit Trump irgendwie da am Start ist. Und auf einmal ist es dann halt irgendein Virus. Und ein Virus ist, was Angstschüren angeht, weltweit halt einfach viel effektiver. Weil alle Menschen halt einfach extreme Angst vor Krankenhaus oder krank oder zum Beispiel vor allen Dingen Erstickung. Ne? Die hören die ganze Zeit nur Lungenerkrankungen, man würde ersticken vielleicht. Also die Leute haben davor halt panische Angst, das sind ja so Urängste. Und das ist natürlich tausendmal effektiver, als wenn jedes halbe Jahr mal ein LKW irgendwo in eine Fußgängerzone reinfährt. So, und ich finde einfach, die Leute, die das da steuern, um ihre Dinge halt durchzusetzen, die haben halt einfach damit das perfekte Tool gefunden, mit so einer Pandemie. Ne? Ist auch so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Jetzt werden mal wieder ein paar Dinge aufgemacht, dann wird aber schon eine zweite Welle angekündigt. Die wissen das schon, woher weiß man das denn? Mhm. Auch so das ganze Ding, wenn man jeden Morgen, wenn ich irgendwie mein Handy aufgemacht habe, ich habe mal ein bisschen in die News geguckt, das war wie eine perfekte, aber das war jeden Tag was anderes. Das war wie so, ich bringe ein Album bald genau raus. Genau das will ich hören. So, hey, ich bringe ein Album bald raus, als wäre das so ein Album. Und die haben eine perfekte Promophase. Man merkt halt einfach, wie gezielt und wie geplant das ganze Ding halt irgendwie aufgezogen ist. Genauso wie jetzt, wenn die jetzt natürlich ein paar Geschäfte oder so irgendwas mal wieder aufmachen lassen, dann sagen alle, boah, super, ne? Man sieht ja, die versuchen ja für uns was zu tun oder versuchen, aber dann kommt die zweite Welle, die ja jetzt schon quasi angekündigt wird, damit die Leute schon vorbereitet sind. Und das ist einfach für mich, das ist einfach zu leicht zu erkennen. Nur die Leute erkennen das halt irgendwie nicht. Und das macht mir halt Angst. Genau, vor allem, ich denke, nach der zweiten Welle, die wird kommen, dieses Jahr, weil wir machen jetzt alles auf, wir lockern jetzt, aber wenn wieder was kommt bei so und so einer Erkrankenanzahl, dann könnte das wieder so und so passieren. 35 Infizierte bei 100.000. 0,5%. Ist ja Wurst, auf jeden Fall, dann machen die wieder zu, das heißt, man lässt die jetzt spielen, die Kinder, und dann machen wir zu, das ist ja dann eh schon im Kopf, und danach, glaub mir, dann wird es noch schlimmer, weil ich habe jetzt schon gemerkt, wie gute Freunde und Bekannte auf einmal so, hey, ich kann jetzt nicht, guck mal, Corona und so, wir hören uns dann danach, wie sich das alles splittet. Und es wird Welle für Welle weniger. Und das ist genau was... Ja, das ist ja genau wie mit diesen komischen Hilfen, die da ausgezahlt haben. Ja. Die zahlen irgendwelche Hilfen aus. Sagen wir mal 9.000, 5.000, kommt ich drauf, 15.000, kommt ich drauf an, wie viele Mitarbeiter. Mhm. Und geben dir diese Hilfen ja für 3 Monate, schon mal bis August. So, ja. Wieso für 3 Monate? Warum weißt du schon, dass das so lange geht? So, weißt du, warum gibst du uns das denn so lange? Gib es erstmal für 1 Monat, dann reden wir nächsten Monat nochmal weiter, ob es vielleicht besser geworden ist. Ne? Letztendlich, was du jetzt gerade sagst, so mit dem noch vorher, was du erzählt hattest mit dem Impfen, dass da halt Leute im Hintergrund sind, die Sachen ein bisschen vielleicht im Voraus schon wussten und dass da halt gewisse Ziele im Hintergrund auf einer Agenda stehen, die jetzt nicht besonders förderlich sind für alle und so. Willkommen, Bruder. Du bist der absolute Verschwörungstheoretiker jetzt, damit du noch Bescheid weißt. Weil du wolltest sagen, dass du dich davon distanzieren willst, von solchen Leuten. Und das ist halt sowieso ein absoluter schwachsinniger Begriff, so, wenn wir jetzt im Detail darüber reden wollen würden. Aber normalerweise, nach allem, was du jetzt gerade gesagt hast, sitzt du auf der Verschwörungstheoretikerliste zurzeit auf jeden Fall ganz oben. Ich weiß. Welcome to hate. The baby. Ich kann damit leben. Ne? Soll mich nur nie in irgendeine falsche Ecke drängen. Wie gesagt, ne, wie man bei manchen anderen dann halt mitbekommen hat. So, ich will einfach nur meine Meinung äußern können. Ich kann doch spekulieren, ich kann doch denken, ich kann doch frei denken. Lass mich doch. Ich lass mich auch ja gerne eines Besseren belehren. Das ist doch super, dann ist doch perfekt. So, dann werde ich auch der sein, der in die Öffentlichkeit geht und sagt, hey Jungs, ganz ehrlich, ich habe Scheiße gelabert. Genau. Habe ich falsch gedacht. Aber ich weiß, es wird nicht so sein. Ich weiß, es wird nicht und so vor sein. Allem tut keiner, also weder er noch ich, diesen Virus wegreden oder schönreden, wie manche andere Idioten das machen. Weißt du, so ob man jetzt an den Virus glaubt oder ob man den nicht glaubt oder sonst was. Ich finde, das sollte, weil man halt eine Verantwortungsfunktion hat. Meiner Meinung nach würde ich hier nicht sagen, ob ich glaube, dass der erfunden ist oder sonst was, sondern ich gehe einfach mal davon aus, dass es diesen Virus gibt. Nur ich bin nicht konform damit, was die Politik aus diesem Virus macht. Ganz einfach. So, und das ist so der Punkt eigentlich. Die Medien sind fake. Welcome to hate. Weil wie die es darstellen, ist es ja so, die Welt müsste ja sein wie Walking Dead. So stellen sie das ja da. Genau, ja. Du müsstest eigentlich rausgehen und denken, boah krass, die Leute fallen überall um, dann würdest du ja noch verstehen.
Ich habe von 2-3 Fällen gehört, die es irgendwie auch hatten oder so. Einer war auch ein Risikopatient, einen kennst du auch, der auch dann ein bisschen im Krankenhaus war und ein bisschen schwere Zeiten anscheinend hatte. Aber das kannst du dir halt auch mit einer ganz schweren Grippe halt auch fangen. Ne? Also ja, wenn du irgendwelche... Ich habe letztes Jahr eine Grippe gehabt, ich habe gedacht, ich sterbe, du ja, auch. Ich auch, jetzt so vor kurzem. Ich sage ganz ehrlich, das war vor 7 Wochen, 8 Wochen. Vielleicht war das sogar, so was die halt sagen. Ich kenne 3 Corona-Tote. Ja? 3 tote Frauen im Gemeindepark. Vergewaltigt und getötet, weil alle Puff zu haben. Ja. Ja, das so. Stimmt. Und pass auf, was noch passiert durch diese ganzen Wirtschaftstote, die jetzt noch folgen. Das würde aber kein Witz machen. Da wird noch so viel im Nachtrag passieren. Ja. Da sagt keiner, ist Corona-mäßig. Nein, das sind dann die bösen Männer, die ihre Frauen oder die bösen Frauen, die ihre Männer. Egal, wie rum das, man sich das dreht. Es redet keiner mehr, dass das auf Grund Spaß beiseite. Scheiße. Häusliche Gewalt ist leider gestiegen in Berlin ganz hoch. Überall, und der ja. Bruder Frauenarzt sagt was ganz Schlaues, dass ganz viele auch wirklich mit, ich hatte ja selber, mit psychischen Schäden auch, für die ist es sehr schwer halt. Und ein bisschen, die ersten Wochen sind die alten Dämonen gekommen. Jetzt aber der Podcast wieder, ich bin geheilt, Baby. Aber mal was anderes. man berichtet immer über halt, wie gesagt, diese Virus. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass niemand irgendwie auf der ganzen Welt gerade darüber nachdenkt, was das bedeutet, wenn 6 Wochen auf dem Times Square kein Mensch mehr ist und die Geschäfte zu haben. Wenn ich vorher gehört habe, dass jedes Flugzeug allerhöchstens am besten nur eine halbe Stunde auf dem Boden stehen soll und am besten dauerhaft in der Luft sein muss, damit die Firmen nicht pleite gehen. So, dass da über keiner drüber nachdenkt. Woher kommt denn die ganze Kohle? Insolvenz gemeldet, das musst du dir mal geben. Woher kommt die ganze Kohle? Woher soll die ganze Kohle kommen, um das aufzufangen? Der wirtschaftliche Schaden ist etwas, wo ich viel mehr Angst vor hätte. Weil die Leute gehen ja alle kaputt. Woher kommt denn die Kohle? Woher soll denn die Kohle kommen, die das finanziert? Woher kommen diese ganzen Milliarden, die das gerade irgendwie finanzieren? Das kann aus der Luft, wie immer. So, ja, aus der Luft. Ne? Ja. Also eine Riesenblase. Also dieser Wirtschaftsschaden, der jetzt kommt, der ist ja 3 Millionen Mal schlimmer als, also so ein Virus kannst du gar nicht erfinden, wie das, was das... Ja, die rechtfertigen das Ganze halt immer mit dem einen Argument, dass das, wenn es nicht eingedämmt wird, dann erst zu der riesengroßen Katastrophe wird. Das ist halt das alte Prinzip vom Monster im Schrank. Hey, weißt die du Katastrophe so? Ist schon längst da. Was ja, jetzt schon passiert ist, ist eigentlich, das hat Jahrzehnte Folgen. Das ist auf jeden Fall, aber ich meine rein gesundheitlich, wenn du jetzt kommen würdest und sagen würdest, weißt du was, die Wirtschaftstoten und die ganzen anderen Leute, die wir gerade angesprochen haben, die sind ja eigentlich relevanter im Kontext, wenn man sich das statistisch so vors Auge führt, dann werden die sagen, ja, aber wir machen diese Maßnahmen ja, weil sonst würde die Kurve so und so würde explodieren und dann ist Walking Dead. Das ist halt so eine Sache, die könnte ich jetzt auch jedem erzählen, wenn ich dort sitzen würde an der Politik, ja, genau. Die Medien an der Hand hätte und die WHO bezahlen würde. So. Hallo Bill. So, weißt du so, solche Sachen kann man dann machen. Aber ich letztendlich, was du beschreibst, finde ich, ist eigentlich auch eigentlich eine Meinung von einem Menschen, der sich hinsetzt und sich einfach versucht, irgendwie seine eigenen Gedanken zu machen. Ja. Deswegen hatte ich auch am Anfang gesagt, Verschwörungstheoretiker, der Begriff macht keinen Sinn. Das macht jetzt wieder keinen Sinn. Gerade. Ja, ich hätte auch eigentlich die perfekte Lösung dafür gehabt. Ich sage mal so, also das ist mein Argument, was ich habe. Wenn das nichts Geplantes war, was jetzt hier gerade auf der ganzen Welt passiert und das wirklich überraschend irgendwo herkam, dann hat die Politik weltweit niemals das Interesse, die Wirtschaft am Boden liegen zu sehen und zu zerstören. Dann hätten die Politiker oder was weiß ich was in allen Ländern, dann hätten die überall alle Turnhallen genommen und hier und da und alle, die erkrankt sind, zum Beispiel nach da gebracht, da versorgt und hätten die Wirtschaft weiterlaufen lassen. Die hätten doch nicht die Wirtschaft zusammenbrechen lassen. Dann hätten die halt irgendwie sich wirklich um die Erkrankten gekümmert. Turnhallen zum Beispiel mit Beatmungsgeräte. Statt Masken zu besorgen oder Impfstoffe herzustellen, dann irgendwie die Fabriken halt auf Hochtouren an Beatmungsgeräten arbeiten lassen und so weiter. Turnhallen mit Krankenversorgung zum Beispiel eingerichtet, wo alle Erkrankten hin sind oder Leute, die infiziert sind, dann halt die separat einfach mal weggepackt. Aber die hätten die Wirtschaft normal weiterlaufen lassen. Guck mal, du kannst mir doch nicht das erzählen. Ist für mich die Begründung einfach. Schon. Voll. Warum es nicht künstlich sein kann. Ja. Aber das Problem bei der Theorie wäre einfach nur, dass es auch sein kann halt, dass letztendlich Banken und Finanzsysteme und so weiter ja davon dann auch profitieren könnten. Weil wenn du jetzt zum Beispiel das ganze Finanzsystem auseinanderbrechen lässt, wie man weiß, gab es ja schon immer solche Krisen. Leider gab es danach meistens große Kriege. So diese ganzen Weltwirtschaftskriegen, Krisen, die wir gehabt das haben, auch vor dem Zweiten Weltkrieg und so weiter, da ist ja auch das ganze Bankensystem quasi zusammengebrochen. Fängt weißt an du? Mit Massenströmen, dann... Das und dann nächster Schritt ist hier geknallt.
Hoffentlich passiert das nicht. Ich hoffe es auch. Wir sind noch nicht so weit, Gott sei Dank. Aber ich meine nur, im Endeffekt, was du vorhin auch gesagt hast, die Gelder, die dann nötig sind, um Scheiße wieder aufzubauen, weil man das alles lahmgelegt hat, das muss ja irgendwo herkommen. Das heißt ja, die Bank profitiert ja wieder. Weil die Bank druckt ja schon wieder aus der Luft einfach mal dieses Geld, dieses Fiat-Money und unterteilt das so, nimm du mal, nimm du mal, nimm du mal. Aber es gibt ja, das ist ja das große Problem mit dem Finanzsystem, keine Deckung in tatsächlichen Wertanlagen. Also wir sind nicht mehr in Silber gedeckt mit dem Dollar und auch nicht in Gold. Das heißt, man kann ja nicht drucken, drucken, drucken. Und je mehr du druckst, desto mehr Inflation. Genau. Und das hat man immer das Problem gehabt. Bring viel Geld in Umlauf, dann geht der Wert runter. Das ist die Faustregel, ne? Und wenn der Wert dann am niedrigsten Punkt ist, dann knallt es auf der Welt meistens. Und das ist die Gefahr halt, die jetzt gerade hier so ein bisschen stattfindet, finde ich. Und das ist noch nicht zu spät, das abzuwenden. Deswegen ist es wichtig, finde ich, dass Leute zusammensitzen und auch reden dürfen, ohne in irgendwelche Ecken gedrängt zu werden, wie du vorhin gesagt hast. Ja. Ich bin jetzt auch ein Rechter. Ja gut, okay, was heißt das jetzt? Dass ich ein Hakenkreuz auf dem Arm habe, ich bin Iraner, du Arsch. Weißt du so? Diese Unterteilung, dieses ganze Etikettieren, Rechts, Verschwörungstheoretiker, diese Stempelgeberei, ne? Schubladending. Das ist auf jeden Fall eine Kampftaktik, Bruder. Das ist eine politische Kampftaktik. Das ist, das kommt, habe ich ja gerade gesagt. Weißt Herrschen und teilen. Da wieder, wo, wir, wo die Leute früher waren. Ja. Mit diesem Propagandascheiß. Das und kommt einem bekannt vor. Ja, ja, das kommt halt daher. Ist ja genauso, wie wenn ich jetzt mal, ich würde jetzt mal was über, sagen wir mal, über eine Flüchtlingskrise oder Welle, irgendwas, ich würde nur mich dazu äußern. Dürfen wir nicht. Da muss ich als Deutscher zum Beispiel immer davor sagen, ich bin kein Nazi, aber ich muss immer den Satz bringen, ich lasse es weg. Nazi, ich lasse es weg. Ich sage, ich will dazu gar nichts mehr sagen. Ich meine, das, so ist das. Und jetzt ist das genauso, wenn ich jetzt meine Meinung wieder sagen will, weil jetzt werden alle gerade reihenweise zu Verschwörungstheoretikern gemacht. Wenn ich jetzt wieder meine Meinung sagen will, muss ich immer noch dabei sagen, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Am besten 20 Mal hintereinander, dass wenn man irgendwem mal diesen Ausschnitt hier zeigt, so, damit die es irgendwie gehört haben, ne, dass ich sagen will, ich gehöre nicht zu denen. Und zu dem Thema Banken, meine Meinung ist halt die Bank regiert die Welt. So, die Banken sind die, die das alles irgendwo steuern. Kriege, Wiederaufbauten, Kredite, das ist halt die normal. Die spielen ja auch immer schon, ich habe letztens einen interessanten Bericht gesehen über den Zweiten Weltkrieg. Da haben halt welche Bankfamilien den Engländern verkauft, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg gewinnen kann. Die haben ganz billig denen ihre Immobilien billig verkauft, die sie danach wieder teurer von den gleichen zurückkaufen wollten. Ich bin da nicht so sehr in der Matrix drin, aber das müsste jedem klar sein. Ja. Ja, es gibt auf jeden Fall ja manche Familien, die in dem Bankengeschäft ja sind. Da habe ich jetzt mal irgendwas mal gelesen im Internet, die besitzen ja tausende Milliarden. Also die besitzen ja quasi das Geld, was ich in meiner Hosentasche habe. 2% gehört zu 50% der Welt, habe ich mal gehört. Dann habe ich mal irgendwann jemanden, der auch zum Beispiel immer so ein bisschen an die Medien glaubt, dann habe ich ihm mal gesagt, guck mal, die haben so und so viel Geld. Die kommen nicht in der Forbes-Liste vor. Dann habe ich gesagt, guck mal, die haben so viel Geld. Bitte sag mir, wer ist Angela Merkel für die? Weißt du, was ich meine? Wer ist Angela Merkel? Was war das für eine Liste, Cashmo? Wie heißt die Liste? Forbes-Liste? Ja, zum Beispiel, wenn du was so heißt das? Ja, das sind ja diese, wo die immer die ganzen Bonzen da ja mal halt alle drin sind. Die sind ja alle kleine Lichter im Gegensatz halt zu denen. Und wenn du die jetzt mal vergleichst, wer ist dann Angela Merkel? Wer ist denn überhaupt irgendeiner von denen? Die haben so viel Geld, die ist ein Sandkorn unterm Schuh für die. Halt. So natürlich. Ist doch klar, wer hier die Strippen zieht. Die Wirtschaft. Ne? Also das ist halt so meine Meinung. Aber davon sieht man ja in den Medien nichts. Davon sieht man auch in keinen Forbes-Listen was. Sie auch, ne? Viele Parallelen. Die wohnen in Südfrankreich und hier und da überall in Schlösser und was weiß ich was. Irgendwo mit kleinen Kindern im Keller, manche von denen. Verdeckt und so. Das ist also, ich denke mal, wir haben ja alle dieselbe Meinung auf jeden Fall am Tisch. Und wir sind keine Verschwörungstheoretiker. Wir haben einfach nur eine eigene Meinung. Natürlich nicht. Eigene Meinung. Was ist eine Verschwörungstheorie? Trotzdem, sie boykottieren alles. Jetzt haben sie schon wieder Boogie Live rausgenommen aus dem Internet, wa? Das sind alles auch die Banker. Ja. Sie sind an allem. Die SEK hat mir auch die Banker in die Wohnung auch geschickt. Auch die Banker. Wie viele waren alles da? Banker. Mein Puller ist klein. Was denkt ihr euch dabei, ihr Banker? Die Banker. Die Banker. Applaus für die Banker. Wie viele waren bei dir drin? Ja, 10 nur. Das ist eine sehr intime Frage, Bruder. Ja, das war wahrscheinlich. Das war der. Einmal darf ich auch mal einen Witz machen. Der Anführer war Pimperland. Nicht gelogen. So ist das. In welche Richtung geht denn das Projektchen von euch beide? Ja, bist du so super exklusiv West Coast? Ja, das ist eigentlich daher gekommen. Warte ganz kurz, denn ich mache nochmal so eine Nebenfrage, dann kannst du ja beide beantworten. Was ist denn mit so ganz modernen Sachen und so?
Ich hab nichts dagegen, ist halt nicht mein Ding. Du hast überhaupt nicht. Das war jetzt, das war so, untertrieben geht nicht. Untertrieben geht nicht. Ja, also ich bin total pro. Du bist total tolerant. Ne? Ich bin mega tolerant. Wahnsinn. Nein, also von der History ist es bei mir halt einfach so, ich rap ja auch schon, seit ich denken kann und mache meine Sachen. Und man hat sich halt irgendwie musikalisch halt nie irgendwie eigen angehört. Und immer wenn ich so das gemacht habe oder die Beats oder das, was alle halt irgendwie so kriegen, meine Sachen gemacht habe, ging es auch irgendwie nicht so vorwärts. Und irgendwann habe ich halt irgendwie für mich gedacht, so, das war halt 2016, ich werde eh nie Erfolg haben oder irgendwie so, ich mache jetzt einfach das, worauf ich Bock habe. Und habe halt einfach so Mucke gemacht, so, was ich immer gehört habe, weil ich höre auch nur so eine Mucke im Auto. Und habe einfach nur das gemacht, was ich wirklich so zu 100% fühle. Kein Geigenbeat oder irgendwie sowas. Und auf, ja, aber da fing es so irgendwann, ja. Rapper aus Prinzip fing es an. Ja, mit deinem Album halt damals auch, auf jetzt auch. Und habe halt so einfach was für mich gemacht. Und ich weiß auch noch, es gab den einen oder anderen Rapper, den habe ich mal so die ersten Songs geschickt und dann zum Beispiel auch Busy Montana, dann rief der mich mal an und sagte, was geht denn bei dir? Was machst du denn für Mucke? Mach ich eine normale Mucke. Ich stehe mich auch dazu. Ich habe es auch anfangs nicht verstanden. Ja, dann habe ich gesagt, so ganz ehrlich, ich werde eh kein Star oder sonst. Ich mache einfach das, was ich machen will und ich habe Bock drauf. Habe so gemacht, habe dann noch diese Doku dazu gedreht. Ja, und auf einmal ist es genau wieder anders gekommen. Weil ich nicht versucht habe, irgendwie irgendeinen Trend oder irgendwas nachzulaufen, was die meisten machen. Da habe ich halt irgendwie so meine Eigenständigkeit da bekommen. Und deswegen ist es auch für mich nicht fake. Es ist nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich muss was Neues erfinden, ich muss das jetzt machen, um irgendwie Erfolg zu kriegen oder sowas. Sondern ich habe einfach das gemacht, worauf ich Bock habe. Und ich ging davon aus, dass es wahrscheinlich gar keinen interessiert. Außer vielleicht die Homies aus der Hood, die selber mit der Mucke so groß geworden sind. Aber es war halt genau das Gegenteil. Da kam halt zum ersten Mal so dieses schon geilere Feedback. Und seitdem ist es halt für mich natürlich noch geiler, jetzt Mucke zu machen, weil ich kann einfach das machen, was ich fühle. So, und natürlich ist dann jetzt auch der Sound bei Welcome to Hate 2 natürlich auch wieder in die Richtung gegangen, wie beim ersten Teil. Wir haben es versucht, noch ein bisschen düsterer zu gestalten. Allein wegen dem Titel war mir das wichtig, aber ansonsten schön, oldschool-mäßig. Okay. Aber manchmal sage ich auch, warum muss ich das eigentlich oldschool nennen? Weil in Deutschland gab es den Sound ja so nicht so wirklich oder so richtig oder es wurde hier und da mal vielleicht ein bisschen mal so probiert oder gemacht. Außer natürlich, wenn man jetzt von so, wie ihr eben auch gesagt habt, Rödelheim, die haben ja auch damals schon so ein bisschen so mit Gitarren und hier und da und so ein bisschen diesen Sound natürlich schon ein bisschen aufgefangen. Aber so wirklich, so wie ich das mache, gibt es das ja so nicht. Und warum ist es dann eigentlich oldschool? Man könnte es eigentlich Rödler, auch New School nennen für die Rödler Kids. Radler, die kamen jetzt so zu der Zeit. Ja, also das aber, war für die war das ja eigentlich. Aber verstehst du, was ich meine? Für die Kids ist es doch eigentlich New School. Voll. Weil wenn die Jüngeren das so jetzt hören, die kennen das doch gar nicht. So, die haben doch gar keine Verbindung. Ist aber nicht Plastik damit. Genug. Ja, das ist vielleicht so. Wie gesagt, ich gönne den Leuten auch, dass sie alle ihr Geld verdienen. So, ja, die so. Jetzt mit den neuen Sachen. Ne? So. Aber ich mache halt mein Ding und ich gehe auch gar nicht, ich führe oft auch Gespräche und sage, ja, aber damit kannst du jetzt nicht die große Masse. Ich scheiß drauf, ob ich die große Masse damit erreichen kann. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Es gibt genügend Leute, die das fühlen und man weiß ja auch nie. Aufs Wissen. Und man weiß ja auch nie, was kommt. Und das Blatt kann sich auch immer wenden. Und wenn das Blatt sich wendet, dann werden wir die halt sein. Dann sagt man immer, die Letzten werden die Ersten sein, ne? Wenn das plötzlich wendet. Wenn der Spieß sich ändert. Das. So ist es. Und deswegen, unser Sound geht da auch in dieselbe Richtung. Und ja. Ich glaube. Aber Cash, um eine persönliche Frage, auch nehmen Sie mir bitte nicht sauer. Also, stehst du nicht dein halbes Leben irgendwie auch immer so ein bisschen im Schatten von Pimperland? Und ja, man sagt auch so, okay, Cashmore hat Eier oder so, aber im Endeffekt wissen alle, da ist der Rattenschwanz, gibt Beef mit dir, kommt Pimperland auch ins Spiel. Rattenschwanz oder der Analmaik halt, ne? Oder Dr. Gay. Ja. Ich bin einfach hängen geblieben auf Pimperland. Vor der T-Shirts. Pimperland hat alles gefickt. Ne? Ich schwöre, der hat alles gefickt. Alles, was auf dem Markt ist. Zusammen mit Analmaik. Missy Gangbass. Missy Gangbass, genau. Ja, das ist unser Sound. Ich feiere es. Ich finde es geil. Holmes Wissen kommt auch genau aus der Zeit, die du gerade beschrieben hast. Ne? Das hatte ich so 2016, genau, oder? Das war diese Zeit. Was für ein Lied. Ich habe da zwei Alben hintereinander gebracht, so direkt. Wann kam denn dein erstes Ding raus überhaupt? Seit wann gibt es dich überhaupt? Also mich gibt es schon lange eigentlich. Erstes wirklich Album war 2008, was ich also wirklich auf den Markt gebracht habe. Aber ich hatte schwierige Zeiten, 12 Jahre keine Bleibe, immer nur mit dem Keyboard unterm Arm durch die Welt gezogen halt und habe halt meine Musik
Sachen halt gearbeitet, dass man halt nicht einfach immer so irgendwie mal was releasen konnte. Und deswegen, ich sage mal, meine Zeit hat eigentlich da angefangen, 2017, dann so wirklich, mit dem 1994-Album, mit Brody und Hoes and Bros. Danach, weil ich halt dieses Leben hatte, dass ich immer von A nach B, von irgendwelchen Ollen zur nächsten Ollen irgendwie immer so auf irgendeiner Couch gelebt habe. Und da es dann halt endlich mal ein bisschen aufwärts ging, bin ich halt da, weil zu der Zeit war ich in Düsseldorf, weil ich das Album gemacht habe. Dann bin ich wieder zurück in meine Heimat, wieder Aachen. Und habe halt da zum ersten Mal eine eigene Bleibe auch gehabt. Und deswegen hat sich auch bisher, bis ich mein Leben da halt so richtig alles wieder aufgebaut habe, ein eigenständiges Leben, ohne dass ich auf irgendwelche anderen Leute oder deren Couch oder irgendwelchen Ollen abhängig war. Das hat halt seine Zeit benötigt. Und deswegen hat es auch jetzt einfach so lange gedauert, wieder neue Sachen halt rauszubringen. Dieses Jahr wird ein Soloalbum kommen. Jetzt bringen wir Welcome to Hate. Welcome to Hate 2, ne? Genau. Ich habe mein Leben da jetzt aufgebaut und jetzt greifen wir halt auch an. Deswegen ist das bei mir immer... Und der Homie ist nicht nur mega sympathisch, ein geiler Musiker und ein sehr lustiger Atze hier am Tisch. Der Atze hat auch eine mega geile Doku auch. Checkt mal die Doku von den Homie Cash Mode. 1994. Checkt auch die Up and Down. Ja. Up and Down von Twin, die wir gerade gesprochen haben. Mega geile Doku. Twin-Dokumentation. Ein Leben zwischen Pimperland, Anal Mike und... und Boogie. Und Boogie. Denn er bleibt Boogie. Bei mir ist nicht ganz so schlimm wie deine. Bei deiner Doku kriegt man da Tränen in den Augen. Und also das ja, da hättest du mal den Hosenstall bei deiner aufmachen müssen. Hätten die Leute auch Tränen in den Augen bekommen. Du weißt, wenn es um diese Sprüche geht, wirst du auf jeden Fall den kürzeren ziehen. Dann lassen wir mal den Biss. Voll schön, auch bei euch beiden zu sehen. Ich glaube, das können Belasch und ich uns auch auf die Stirn schreiben. Nach all den Ups und Downs immer noch einen lustigen Leck-Arsch-Humor. Ja, auf jeden Fall. Deswegen haben wir von vornherein auch beschlossen, dass diese EP, diese Philosophie hinter dieser EP ist, ey, kein Druck, kein Stress, wir machen Scheiß einfach drauf. Scheiß drauf. Richtige Zeit, falsche Zeit, richtige Anzahl, egal was ist, Scheiß drauf. Einfach so, ja, ich nehme jetzt Spaß ein Beat, machen. Ich rap ein, ich schick dir, ja, rap ein, alles klar, passt, nehmen wir so. Wie viele einfach Tracks sind drauf? Ich hatte 8 bekommen, glaube ich, oder? 7. 7, ne? 7, ja. 7 drauf. Alle hast du produziert, Cashmo? Alle habe ich mal wieder gemacht. Da war ich mal wieder so egoistisch. Ne? Aber ja. Ich denke aber auch, das geht am schnellsten, wenn ich das dann halt mache. Ne? Features? Meine Beats hebe ich mir auf für in 10 Jahren. Ja. Features? Keine. Diesmal keine. Keine? Nee. Bewusst nicht. Ja. Weil diesmal war so, es war noch, haben auch ein paar Leute Bock gehabt, aber dann machst du mit dem einen, mit dem anderen nicht und dann ist es halt kacke. Dann haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, wir machen das Ding allein, ist eh nur eine EP. Was willst du da jetzt groß featuren? Nachher haben wir auf 7 Songs 7 Features und das ist dann auch irgendwie nicht so fresh. Ich find, fresh. Apropos fresh, du hast mit Echo Fresh ein geiles Lied auch gemacht. Ja, mit dem ein Liebeslied. Ja, mit dem haben wir schon jetzt ein paar Dinger sogar gemacht. Yeah, ja, die fliegen ein paar unterm Radar. Ja. Echo aber das, Fresh, baby. Ja, der ist auf jeden Fall ein feiner Kerl. Und hm? Twin, ich will jetzt nicht snitchen wie andere Rapper, vielleicht darf ich nicht sagen, dann cutten wir das. Aber du machst gerade auch ein Soloalbum, weil meine Wenigkeit ist auch schon drauf. Jawohl, das Ding ist, wir waren beide so gut wie fertig oder ziemlich am Ende der ganzen Phase. Und um dann nochmal ein bisschen Luft zu gewinnen und dann vielleicht nochmal an andere Songs dran zu gehen, ist das die beste Entscheidung gewesen, jetzt Welcome to Hate 2 vorher rauszuhauen. Mhm. Passt vom Vibe her, finde ich auch geiler in die Sommerzeit als in die Winter, weil der erste Teil kam im Winter. Den haben wir einfach mal zwischen den Jahren rausgehauen. Ja, wir haben den halt in der Depri-Zeit noch mehr Depris gemacht mit dem düsteren Sound. Super. Ne? Da ist in Frankfurt und in Aachen ist die Suizidrate dann ein wenig gestiegen. Musik, und, um den Löffel warm und zu machen. Und in jeder Stadt, in der wir auf Tour waren, ebenfalls. Aber die Tour war geil, der Spaß. Die war mega. Gemacht. München war besonders. München war, fand ich wirklich, killer. Wirklich Bock gemacht. Ja? Geilste war in der Schweiz, fand ich. Das war das erste Ding, glaube ich, sogar. Ne? Gespielt, ja. Ja. Boah, ja. Wir waren doch letztes Jahr, Twinny, glaube ich, da hast du mit dem Bruder Blockmonster, aber mit dem Bruder Rako, irgendein Hundtut-Member, hast du einen geilen Song gemacht. Auch vom letzten Album. Da waren wir doch bei Ali's Gym, oder? Richtig. Alter, 1 Million Knast im Raum, wa? Boah. Unfassbar. Boah, und da krass. Der Pitbull immer der Schaf gemacht wurde, der fast war alleine gespielt. Das war kein Pitbull, das war so ein Dogo Argentino. Irgendwas groß gebellt, ich schon mal Sicherheitsabstand gerade. Der hat doch ein Loch in den Sandsack gebissen. Ja, den ja, Sandsack da war irgendwas, ne? Irgendwas war von alleine losgegangen, war sehr dramatisch. Ja. Mega witzig. Geiles Ding. Wie ja, geil. So ist das. Wird auch mal einen deepen Twin-Track geben, Baby?
Boah, weißt du, wie viele tiefe Twin Tracks es gibt? Ja, ja. Ich glaube, ich habe die dem alle schlecht geredet. Ach. Alle. Der Beste war dann auf der Couch. Das ist mein All-Time-Classic. Hm. Ne? Bist du auch auf der Couch eingeschlafen und aufgewacht mit einem Hit? Nee, ich habe schon viele Deep, aber das ist so, das ist zu viel. Okay, cool. Was immer ich bin auch nicht mehr, mir geht's auch gut jetzt. Ja. Weißt du, und dann fällt es mir schwer, so ein, mir fällt es nicht schwer, deepe Songs zu machen. Die haben wir auf meinem Album drauf, auf jeden Fall, aber trotzdem noch ernst und street und diese alten Sachen, die ich früher gemacht habe, mir ging es früher nicht gut, psychisch. Weißt du, ich meine jetzt so viel Scheiße gewesen. Heute habe ich das alles verarbeitet, kann darüber sprechen. Früher, ich habe ja Lieder gemacht, in denen bringe ich mich in einer Zeit 27 Mal. Das war die Zeit, bevor er mich kannte. Nur mal so nebenbei erwähnt. Ne? Dann lernt er mich kennen. Seitdem geht es ihm gut. Also toleranztechnisch ist Deutschland schon eins der krassesten Länder. Mhm. So. Ja. So für jegliche Art von Nation, für jegliche Art von Gesinnung. So, nur halt, wenn man mal seine Meinung in die falsche Richtung äußert, dann wird man schon mal schnell irgendwo in eine Ecke gedrängt. Aber ansonsten, Toleranz kann sich keiner beschweren. Ich bin auch ehrlich gesagt auch nie ein Fan davon gewesen, wenn ich von Leuten gehört habe, die halt nicht aus Deutschland kommen, die dann sagen, ja, die werden halt immer so diskriminiert oder hier und da. Ganz ehrlich, in anderen Ländern ist das zehnmal schlimmer. Hier ist man auf jeden Fall tausendmal mehr angekommen, wenn man aus einem anderen Land kommt, als in manch anderen Ländern. So, und auch vor allen Dingen, wie man seine Kultur und seine Dinge hier halt auch ausleben kann. Das muss man halt einfach sagen. Also an Toleranz. Auch die Rechte. So. Auch die Rechte. Egal in welchem Land ich war, wenn irgendwas schiefgelaufen ist und wenn es nur zu schnell gefahren ist oder irgendein Ticket falsch gezogen an einem Bus oder an der Bahn, weißt du, weil du da nicht zurecht kommst, kriegst du überall diese Sprüche, wir sind hier nicht in Deutschland. Wir sind hier nicht in Deutschland. Ey, wenn das ein Bulle sich trauen würde, hier zu einem Ausländer zu sagen, wir sind hier nicht in sonst wo, weißt du, was dann los ist? Und das macht keiner. Ja, wo hast du das erlebt? Wo haben sie das gesagt? In Spanien? Okay. England. Ja. In England wurde ich verhaftet wegen einem Schweizer Messer, mal anderthalb Tage in der Zelle. Mhm. So. Ich muss aber dazu sagen, guck mal, ich bin der Meinung, dass Deutschland laut eigener Erfahrung und so weiter eins der fremdenfeindlichsten Länder ist, die ich kenne. Fremdenfeindlich, lass mich aber zu Ende reden, denn das könnte man jetzt auch als Statement missverstehen. Fremdenfeindlichkeit existiert hier krass. Hier gab es Solingen und hier gibt es diese ganze Szene, weißt du, dieses Ausländer raus und so. Unsere Gangs in Kreuzberg sind deswegen entstanden, weil die gekommen sind und geschrieben haben, Türken aufhängen und so eine Scheiße. Mhm. Nachdem die Türken hierher gebracht wurden, um das Land wieder aufzubauen nach 61. Mhm. So, also diese Sachen, die sind alle passiert. Wir haben auch aus Familienkreisen in Asylantenheimen und so weiter Leute verloren, die wurden ermordet mit sowas. Das ist halt Realität. Ich habe so viel mit Nazis, Schlägereien und so weiter hinter mir, meine ganze Kindheit, Bruder. Deswegen, aber auf der anderen Seite, hat Deutschland aber auch dieses krasse, viele Einwanderungsverhältnis. Muss man fairnesshalber im selben Zuge auch sagen. Wenn ein Land dort ist, halt, was nicht viele Einwanderer hat, die haben ja dann auch nicht mit der Problematik zu kämpfen. Also je mehr du die Grenzen, sage ich mal, aufmachst für gewisse Sachen, für manche Sachen bewusst, für manche Sachen unbewusst, da gibt es ja Strömungen. Wenn du 1000 Leute hast, die in ein Land einreisen in einem Jahr, und in einem anderen Land hast du 100.000, die dort einreisen, dann wird wahrscheinlich auch die Fremdenfeindlichkeitsproblematik in dem Land, wo 100.000 Leute einreisen, viel größer sein. Und Deutschland hatte diese Historie halt, weißt du, mit den Gastarbeitern und danach Flüchtlingen und etc., weißt du so? Im Verhältnis zu anderen Ländern haben die das ja am besten hingekriegt. Das ist, und ich glaube auch, dass das ist ja, guck mal, das, was du gerade aufgezählt hast, das ist ja wirklich in unserer Kindheit, Jugend. Und dann irgendwann war ein Stopp. Und das war dann schon, wann bist du geboren? 82. Du bist 2 Jahre älter. So, dann müsstest du es ja auch mitgekriegt haben. Also ich bei mir war später in so 7. Klasse, 8. Klasse so, da war ich ein Exot in der Klasse als Deutscher. Verstehst du, was ich meine? So, deswegen ganz so, können die mir das auch alle nicht so... Aber ich denke, bei mir in der Klasse so. Gab es einen deutschen Adrian. Wir sind auch so aufgewachsen. Der war der Exot, der hat wie die Türken geredet. Richtig, weißt das, du, was das ist ja gerade, was ich sagen will. Das, die haben diese Toleranz, diesen Fremdenhass, was du gerade, das ging schnell rum. Im Verhältnis soll ich dir sagen, warum? Andere leben in der Steinzeit, was das angeht. Guck mal, Bruder, das Ding ist, der Zweite Weltkrieg ist passiert und diese Nationalismus, Nationalsozialismus-Geschichte, die hat halt definitiv ein gewisses Volk und Fremdenfeindlichkeit und so weiter als ein großes Problem hier in die Herzen der Leute eingepflanzt. Voll. So.
Das ist halt eine Sache, die haben die Politiker und so, die Machthaber, haben das für sich selbst mal wieder ausgenutzt, um da schön ihre Politik zu machen, ihre Gelder zu machen und so weiter, wie es ja immer so ist. Die Kleinen sind immer die Leidtragenden. Aber es ist halt nun mal Manipulation und so weiter, Goebbels etc., die waren halt stark da drin. Und nachdem das rausgekommen ist aus Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem hier alle zerbombt wurde, hat es ja auch nicht lange gedauert, da kam dann schon auch eine Welle von Fremden schon wieder rein, die dann wieder mit aufbauen mussten und so weiter. Ja. So, und dann hatten sie die DDR noch, die war total abgeschottet und da gab es wirklich sehr, sehr wenige Ausländer. Da gab es mal einen Schwarzen dort drin, wie Detlef Soest, der hat ein schweres Leben hinter sich so dann in dem Augenblick, aber ist dann super integriert. Ich weiß, oder? Nee, Detlef ist ein Schwarzer, Bruder. Schwer? Ja, Detlef D. Soest, der Tänzer halt, ne? Auch unser Emanuel zum Beispiel, gedacht, unser Coach hier, Wrestling, ist auch im Osten, im Fürstenwalde aufgewachsen, als Schwarzer. Detlef D. Soest ist einfach so ein Solarium-Mensch. Nee, Bruder, der ist, nein, Bruder, ehrlich, auf keinen Fall. Der nee, nee. Schwarz macht, das ja, dachte ja, ja. ich so, wirklich. Nee, der ist schwarz, auf jeden krass. Fall. Aber was ich damit sagen will, ist einfach nur, letztendlich gab es diese Manipulation in den Köpfen immer noch. Und die Fremden wurden nicht gut akzeptiert. Und dann kommen die Medien dazu und machen dann die ganze Zeit auch nochmal diese Stimmung. Weil letztendlich sind wir alle so ein bisschen medienorientiert aufgewachsen. Ja. Und die Medien haben versucht, in letzter Zeit nicht die Leute zusammenzuführen, meiner Meinung nach, sondern die eher voneinander fernzuhalten und sie voneinander zu entfernen. Und je mehr man das macht, desto besser funktioniert Teilen und Herrschen. Und das war das große Problem in diesem Land, dass das kleine Feuer, was dann riesengroß entfacht ist im Zweiten Weltkrieg, nicht probiert wurde, systematisch wieder unten gehalten zu werden, sondern man hat da immer noch Öl ins Feuer gegossen. Ja, und letztendlich haben wir das jetzt. Jetzt haben wir den Salat, ne? Ja, jetzt finde ich ja, dass das halt wieder so extrem schwierige Zeiten, Medien, schwierige Zeiten. Nicht die Medien halt so. Da merkt man halt, dass so die Leute halt aufgehetzt werden jetzt wieder. Auf jeden Fall. Das ist sehr extrem. Total. Jetzt auf jeden Fall. Ja. Total. Aber zum Thema deiner Jugend, also ich muss sagen, so wie ich das halt mitbekommen habe, ich glaube, bei dir natürlich liegt es aber auch daran, weil hier die Region ist auf jeden Fall eine ganz andere jetzt als Nordrhein-Westfalen. So, ich denke mal, dass es hier in Berlin oder so und im Osten oder so natürlich immer schon eine ganz andere Nummer gewesen ist. Wenn du von den Sachen, wo du erzählst, mit so rechts und hier und da, also in NRW, ich würde schon fast behaupten, das gab es so krass gar nicht. Das war einfach so, diese ganzen Städte zusammen, voll Multikulti, alle sind cool miteinander. So, also das ist eher so das mein Empfinden gewesen. In meiner Kindheit und Jugend. Wir waren näher an der Ostseite. Ja, deswegen, ich glaube einfach, dass es das auch also Unterschiede gibt, auf jeden Fall, in welcher Region man da halt groß geworden ist. Wenn ich mir jetzt die Historie angucke und überlege mal selber jetzt, meine Uroma oder Oma zu der Zeit oder so, weißt du so, die ist halt so, wird von Russen die ganze Zeit besucht, nachts, und die behandeln die wie Scheiße, geben denen die ganze Zeit Nudeln mit Aprikosen zu fressen von morgens bis abends, und mein Opa muss rumlaufen und von irgendwelchen russischen Soldaten die Kippen aufsammeln, um was zu rauchen zu haben. Hier gab es ja Automaten in Berlin mit gebrauchten Kippenstummeln. Da konntest du Geld reinwerfen und dann hast du die gerauchten Dinger, hast du dann nochmal weiter rauchen dürfen für die ganz Armen. So. Also wir haben so eine Situation gehabt und das frisst sich in die Seelen von den Leuten rein, weißt du? Und dann haben sie die Teile aus dem Osten, haben dann vielleicht Hass gegenüber den Russen, weil es halt was passiert, weißt du? Und letztendlich kommen dann die Medien und sagen dann immer, guck mal, der und der ist schuld dran, dass du zu wenig Geld in der Tasche hast, dass du nicht genug Arbeit hast und so weiter. Und das hat halt oft auch nicht gestimmt, Bruder, weißt du? Und so hast du halt die Situation so hochgeschaukelt, bis zu einem Punkt, wo wir jetzt gerade hier sitzen und du musst dir jetzt Sorgen machen, als ein Rechter betitelt zu werden, weil du sagst, ich will keine Spritze in meinen Arm haben. Das hast du so toll erklärt, das hast du so gut erklärt, Onkel B, dass ich nichts sagen wollte. Da brauchen wir 10-mal Klatscher. Und die Leute vergessen auch, die wurden nicht gerettet und haben auch Kolonialmächte besetzt, ob es Russland war. Ja, das war keine liebe Macht, das war Stalin, der Ex-Partner von Hitler. Die Kolonialmächte ist eine wahnsinnige Sache und das muss ich gerade erstmal wirken lassen. Ich muss erstmal 8 Gibbets rauchen. Ja, das Ding ist so, bei Leuten wie euch zum Beispiel, du hältst dich raus, ist es ja auch nicht umsonst verboten oder halt nicht gern gesehen. Weil es sind halt die Themen, wo die Leute dann oft auch mal aneinander geraten. Aber letztendlich, weißt du, sind wir an so einem Zeitpunkt angekommen im Jahr 2020, wo wir vier hier zusammensitzen können und alle total unterschiedlich aufgewachsen sind eigentlich. Also wirklich, ich habe nichts mit seinem Aufwachsen zu tun, er nichts mit meinem, und ich glaube, das kann man auch übertragen. Ja, genau. Aber letztendlich, was passiert denn jetzt hier? Ja gut, wir haben halt ein paar Sachen angesprochen, vielleicht sagst du bei 2 von meinen Theorien, nee, gefällt mir nicht. Vielleicht sagt er bei 8 Stück, ja, gefällt mir. So, und genauso auch andersrum. Aber wir stehen hier letztendlich später,
jeder geht seinen Weg und dann ist es in Ordnung. Da muss nicht die Fresse einhauen, gar nichts. Weißt du, und da ist unsere Kultur auch immer sehr stark, weil es halt immer die Gemeinsamkeit schon ist. Rappen, sprühen, oder klingt jetzt ganz primitiv, aber das sehe ich auch oft bei Sportlern. Ich habe viel Erfahrung, war viel in Sportvereinen und am wenigsten Rassismus, das ist keine Mythe, habe ich bei Sportlern gesehen, weil auch ein Sportler geht nach Leistung und nach Benehmen. Und das ist halt ähnlich so. Auch bei, wenn ich mit Leuten so von Clubs zu tun hatte, fand ich das auch immer toll, dass es da auch Meinung gibt. Aber im Endeffekt sagt man nicht rechts, nicht links. So halt, dass man eher guckt, was man gemeinsam hat in den heutigen Zeiten. Da muss ich reingrätschen. Also meine Meinung ist, unsere Kultur war mal stark darin. Ja, weil was ich jetzt gerade sehe, ist, dass alle schön die Schnauze halten. Dass alle schön Angst haben, ihr Gucci zu verlieren. Ja, oder deswegen hole ich jetzt die Uzi und knall sie alle ab, da gibt es nur uns vier. Nee, das merken wir jetzt. Das ist ja auch so. Also Hip-Hop war ja immer so, auch so ein bisschen der Aufstand oder mal ein bisschen das zu sagen, was die anderen sich nicht trauen. Aber jetzt aktuell ist es halt so, dass sogar unsere Künstler sich nicht mehr trauen. Bedienen Lobbys. Die trauen sich nicht mehr, das zu sagen, was sie halt denken. So, und, weil ich beobachte das ja bei ein paar anderen meiner Kollegen, dann sehe ich ja so, wie die sich halt so sehr gezielt da raushalten und versuchen, das halt irgendwie auch tot zu schweigen oder so. Deswegen, da ist unsere Kultur nicht mehr so stark. Nee. Das hat sich leider verändert. Da muss ich auch nochmal ein Gretchen rein. Leider muss ich bei meiner Linie bleiben, weil ich es immer wieder gesagt habe, wenn er es angesprochen hat. Es gibt keine Hip-Hop-Kultur für mich. Also ich kann mich nicht identifizieren mit Chris Ares. Ich kann mich nicht identifizieren mit der Antilopenbande. Ich kann mich auch nicht identifizieren mit MC Boogie. Das müssen die Leute wissen einfach. Mhm. Wir sind total individuelle Leute. Ich kann mich mit keinem identifizieren, außer mit meinem Spiegelbild. Und jeder sollte für sich selbst gewertet werden und beurteilt werden und alles, was aus meinem Maul rauskommt, sollte niemals das Etikett Hip-Hop tragen, sondern nur meinen verdammten Namen drauf. Weißt aber du, es geht schon darum, um... Ich verstehe, was du meinst, wie du hast auch da recht. Ich meine nur so am Anfang in 80er Jahren... Nein, warte. Du sagst, Hip-Hop, unsere Kultur, uns verbindet das Rappen, aber das Rappen interessiert keine Sau. Wir als Menschen... Deswegen unsere Kultur hier gerade, die ich spüre, heißt Loyalität, Respekt, so Werte. Weißt du, weil ich sitze nicht mit Leuten hier, die ich nicht respektiere und rede so mit denen. Weißt du, ich merke, der hat was in der Birne, der scheint ein gerader Kerl zu sein, er auch. Ich habe einen guten Vibe. Da merke ich, das ist das, was uns verbindet, ist, wir können miteinander labern, 2 Stunden sind vergangen, alles cool. Weißt du, was ich meine? Respektabel kommen die hierher mit Respekt, gehen wieder mit Respekt. Genauso würde ich mich verhalten, wenn ich bei ihm zu Gast wäre. Das ist meine Kultur, Bruder. Die heißt nicht Hip-Hop. Da kann der rappen so gut, wie er will. Er kann trotzdem der letzte Fisso sein, Digga. Hast du recht, weißt Baby. Du, was ich du meine? Hast recht. Ich kann auch mal sagen, ja, hat er recht. Er nimmt uns auseinander hier. Ja. Auseinander. Meine Aliminati, aber nimm die nicht mit, den brauche ich Krassen hier. Jetzt. Wir brauchen den Krassen jetzt. Du hast uns auseinandergenommen jetzt. Ja, hey. Warte. Ich hab mich verdrückt. Warte. Hier. Bitch, shut the fuck up. Nein, auch nicht. Warte. Auch nicht. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Da ist er doch. Wo ist es? Also, der haut heute hier die Klassiker raus. Ey, kennt ihr schon, mein Frosch kann drei Namen sagen. Jörg, Jim, Bob. Ja. Naja, hast du ein paar gute Sachen gesagt auf jeden Fall. Ja. Ich würde mal sagen, wo es am schönsten ist, da sollte man doch fast schon aufhören, oder? Ich muss auch zurück zu meiner Frau, ich will hier bleiben. Kann ich im Studio schlafen? Ich will schon seit anderthalb Stunden eine Kopfschmerztablette nehmen. Ja. Also, siehst du? Die Zeit ist gekommen. Wir müssen noch drehen. Auch noch. Und glaub mir, während wir einfach professionell ein Interview führen, denke ich in demselben Moment schon die ganze Zeit nach, ich habe eigentlich keinen Bock noch zu drehen. Noch. Ich hab, aber die Tabletten müssen wirken, Alter. Nein, wir müssen es. Guck mal, seht ihr das ernste Gesicht? Und dann mit diesen Rehaugen guckt er mich dann an, der Twin, und bewegt mich damit wieder, dass wir dann doch noch was drehen müssen. Dieses, während ich das gesagt habe, wir müssen noch drehen, habe ich mir gedacht. Ja. Weil er will jetzt den Profi hier raushängen lassen, aber in Wirklichkeit ist er der danach und sagt, komm, scheiße. Nein, ich will das jetzt hinter mich bringen, weil nächste Woche habe ich sehr viel zu tun. Und das kann ich nicht nachher. Aber vielleicht habe ich eine gute Nachricht für euch, die die Situation vielleicht ein bisschen auflockert. Wir haben noch Fanfragen für Patreon. Yeah. Baby, wir sind doch gar noch nicht mal vorbei. Ja? Digga. Nicht die erste Fanfrage kommt jeder vom Pimperlet. Jeder hier am Tisch war ein Untergrundking. Das war Cashmo Belasch und mein Bruder Twin. Jetzt kommen die Fanfragen, die Fanfragen. Oh, was meint jetzt? Und die erste Frage kommt vom Pimperland. Richtig. Okay, die Pimperland. Also ich habe eine Fanfrage. Twin Cashmo, wie fühlt man sich, wenn man sein Leben lang wegen zu großem Penis diskriminiert wird? Das ist schwer. Also ja, ich muss ja da für uns sprechen. Schwer, also. Das ist die Hose. Ey, cool, dass ihr da gewesen seid. Auf Toilette. Warte. Komm mal mit, ich soll ein schweres Halten.
Siehst du jetzt, ja, der kam offenbar von links. Ich dachte, er muss wirklich auf Toilette. Nee, ich wollte auf jeden Fall euch danken, dass ihr gekommen seid. Ja. War auf jeden Fall ein cooles Gespräch. Coole Jungs auf jeden Fall, wie ihr merkt. Deswegen solltet ihr sie supporten. Geht auf jeden Fall auf deren Instagram-Pages drauf und so weiter und kauft die Musik, streamt den Scheiß und so weiter. Auf jeden Fall, wenn ihr die Jungs noch nicht kennt, was öfter mal passiert, kenne ich von mir, checkt die Doku. Die beiden haben eine richtig stabile Doku. Ja, Baby. Genau, also ich war jetzt auch hier gewesen zu sein. Auch großer mein Freund Memo, da ist der Bela, steht immer so feierst, weißt du Bescheid. Ja, ich musste dich hier noch erwähnen. Ja. Grüße an Memo. Ja? Weißt du Bescheid. Memo, ja. Und denkt immer dran, wenn ihr Timberland seht, versteckt euren Schmuck. Pimperland. Ja, richtig. Wir sind raus.